Nicht mehr sehen. So, lass mal ganz kurz gucken. Ist Sea of Thieves geupdatet bei mir? Ja, guckt mich an. Mich alten Superstreber. Ich bin so ein richtiger Megastreber. Ich bin so einer, der kommt in die Schule rein, Hausaufgaben fertig gemacht und schon Unterrichtsstoff für nächste Woche vorbereitet. Start mal ganz kurz, gucken, ob es geht. So, Frituri. Ja, Sonntag wird sie doch gefreed. Wird Sonntag gestartet. Rare. Warum haben wir keinen Sound? Mochi. Da war der Sound. Man muss sich mit Xbox Live einloggen. Wie, woher soll ich meinen fucking Xbox Live bekommen? Wer benutzt Xbox Live? Oh mein Gott. Wie ist mein Passwort? Oh mein Gott. Ich verdeck das, Chat. Ja! So. Okay, jetzt fang an zu raten. Was könnte meine E-Mail-Adresse sein für X? Okay, ich mache eine alte. Meine ganz alte, die ich für Halo benutzt habe. Weil für Halo musste ich auch Xbox Live haben. So, wir probieren mal die hier. Next. So, Passwort. Sag mal ein gutes Passwort, Chat. Sag mal euer Passwort. So, falsch. Okay, erste Passwort war falsch. So, zweite Passwort auch falsch. Nee! Ich hab einfach mein Passwort geraten. Und ich hab gerade meine E-Mail-Adresse geleakt. Wow! Welcome back, Knetpistole. Das war früher mein Smurf-Account bei Halo. So, let's go. Aber heiße ich dann jetzt in dem Spiel auch so, oder was? Oder kann ich mir... was soll ich linken? Hallo? There are no friends to suggest. Traurigste, was ich jemals gehört habe, Chat. Try again later, okay. It's Batman. It's Batman. So. Bin ich jetzt. Aber ich kann spielen, theoretisch, oder? Wie add ich denn dann die anderen? Kann man die anderen dann in Steam adden? Und wie heißt es dann im Spiel? Ja, lass sie ruhig auf, damit ein bisschen reinkommt. Jo. So, Chat. Nee, geht nicht. Über Steam vielleicht. So viele Fragen. Ich habe keine Ahnung. In Xbox. Sollte über Steam gehen. Kann ich es abbrechen? Ja. Okay. Choose a pa- Ich hatte doch schon. Ach du Scheiße. Ist das Gorbatschow als Frau? Habe ich den Charakter erstellt oder ist der vorgegeben? Vorgegeben, oder? Ist random. Warte mal, also diesen Charakter, der wurde random erstellt. Lesen. Was lesen? Select your pirate. Create new pirate. Page down. Okay, page down. Okay, wir machen random neue Chat. Wir suchen uns jetzt einen richtig geilen Pirate raus, okay? So. Nee. Oh, der sieht geil aus. Der sieht auch ein bisschen aus wie ich gerade. Also, wenn ich nackt bin. Ich irgendwie... Der sieht auch geil aus. Der nicht. Nein. Oh, der sieht... Hä, hab ich nicht gerade eben schon mal? Okay, wir createn neu. Der Dicke? Nee, wenn ich einen Dicken nehme, habe ich eine größere Hitbox. Nee. Mann, ich hätte die erste Frau nehmen sollen. Die Gorbatschow-Frau.
Oh, das sieht cool aus. Neu. 1,50 Meter breit. Ich will so einen ganz kleinen haben, Chat. Alter. Der wäre aber auch geil, oder? Nochmal neu. Schnurri muss sein. Stimmt, wir brauchen einen mit dem Schnurrbart. Der hier? Nee, der hat keine Haare. Ich brauche viel Haare und Schnurrbart. Nope. Nope. Der sieht wild aus. Nein. Der... Der? Die Augen sehen so strange aus, oder? Der ist gut, der ist... Nehmen wir den? Der sieht nicht aus wie ich, aber die Schnurrbart und Haare wäre schon gut. Was Perfektes ist er? Ihr wollt ihn also haben, ja? Na gut. Dann nehmen wir den. So, Schuhe, yes. Let's go. Sieht aus wie Edo. Stimmt, der sieht echt aus ein bisschen wie Edo. Kann ich meinen Namen ändern? Nee, ne? So, muss ich ein Tutorial spielen, um starten zu können? Fuck, ich raff hier gar nichts, ne? Tutorial. Wo geht ein Tutorial? Choose your experience. Nee, yo, nee. Same shirt, nein. Was heißt, also muss ich spielen oder nicht? Nein. Ja, rechts. Maiden Voyage, play the tutorial. Ich geh mal rein. Nein, musst du nicht. Scheiße. Ich kann meinen Namen ändern, oder? Nee. Was muss ich denn hier machen? Zerzähl. Kann ich wieder rausgehen aus dem Abenteuer und dann trotzdem einfach spielen? Musst du nicht. Ich muss meine Settings machen, eh. Ich muss meine Settings in-game jetzt trotzdem eh machen. Knetpistole ist einfach geil. Aber die werden nicht raffen, dass ich bin. Den Namen musst du über Xbox ändern. Okay. Man kann über Xbox einmal kostenlos seinen Namen ändern, also Gamertag. Wisst ihr, welcher der geilste Gamertag war, den ich jemals hatte? Der geilste Gamertag. Nee, nicht Knetpistole. Der geilste Gamertag, den ich jemals hatte, war... Den Herd nicht. You look a little worse for wear, my friend. Ich erkläre euch jetzt warum. You must be on quite the journey. I should eat something. Jetzt kommt wieder die alte. Ja, die meisten Leute kennen das, aber nicht alle. Also, ich habe früher Halo gespielt. Mann, Schnauze, jetzt muss ich eine Story erzählen. Ich habe früher Halo gespielt und wenn man in Halo jemanden umgebracht hat, dann stand da: XY hat ZB ausgeschaltet. Nee, oder, da stand, Mann, wie war das nochmal? Ich bin zu dumm, die Story zu erzählen. wenn ich Mental heißen würde, ne? Mann, also wenn du jemanden erschossen hast, dann war das so, da stand dann, sie haben Mental ausgeschaltet. So war's. So, und wenn der mich erschossen hat, da stand dann unten in der Ecke, sie haben den Herd nicht ausgeschaltet. Und das war mein Trollversuch, indem die Leute, wenn die mich erschossen haben, gelesen haben, sie haben den Herd nicht ausgeschaltet, dass sie dann gesagt haben, fuck! Und dann haben die den Controller liegen lassen und sind dann in die Küche und dann konnte ich die AFK killen. Das war meine Idee hinter meinem Gamertag. Hat... nicht ein einziges Mal funktioniert. So. Boah, Alter, was ist denn die Maus-Sense? Fuck. Ich muss doch hier so Mega-Flick-Shots machen. Wo geht denn das? Settings? Gameplay. Field of View. Machen wir Maximum. Wir wollen alles sehen. Nee. Mouse Sensitivity. So, Chat, was spielt man hier? Blunderbuss Aim Sensitivity. Wir machen mal alles auf 100. Blind. Eye of Reach. Was ist ein Eye of Reach? So, und hier Mouse Sensitivity machen wir auf 2,5. Wir gucken, was passiert, okay? So, okay. Besser. Wo ist meine Waffe? Q.
So, okay. Use to select. Okay, ich esse die Banane. Alright, ich habe eine Banane gegessen. You look better already. Ich muss aber jetzt schon mal langsamer machen. Noch zu schnell. Ich brauche so, wie bei Valorant muss Aim sein. Wir gehen mal auf 1,5. These days so. They call me the Pirate Lord. Das ist, oh, das aber, ja, das ist aber schon, ja, das könnte aber ein bisschen zu langsam sein. Wir gehen mal auf 2 ist es, Chat. Irgendwie bei Valo, also schlecht. So, dann, das ist Stichwort für Chat-Opfer des Tages. Wir spielen Games und Movies, machen das hier raus. Time maximal, Channel-Name Bondra. So, alright, startet Chat. Wenn ihr neu seid im Chat, schreibt nichts. Wenn ihr schon lange hier seid, schreibt Schreck 3. Das war der erste Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe. Es ist ein Zeichentrickfilm. In dem Film ist ein arbeitsloser Bär, der mit einem Kind rumhängt und die jagen eine bekiffte Schlange. Auf Englisch. GG. So, alright. Gewonnen hat der Jampel. Dann ab zur Belohnung. Okay. Oh. Ey, wir werden ja heute alle Schätze finden, die es gibt auf der Welt. Mathilde, guck mal Basel im Stream. Hat Basel ein Piraten-Cosplay gemacht? Wo ist denn Baso hier? Hat Baso ein Piraten. Wo ist Baso? Hey, Baso ist gar nicht online. Mochi. Warte mal. Folgen wir Baso nicht? Oh, das ist unangenehm. Oh, das ist ja unangenehm. Oh, shit. Das ist ja. Alter, wie krass! Guck mal! Das ist ja abgefahren. Matteo, fuck. Warte. Matteo, ja, Bonch verfolgt dem Kanal wahrscheinlich nicht, weiß ja. Das ist okay, aber lass mal gegenseitig folgen, dann können wir so einen nice Squad-Stream machen, wa? Matteo, ich weiß genau, dass du gerade hier reinguckst, weil alle schon wieder gesnitcht haben. Ahoi, Matrosen Matteo. Viel zu gut. Aber jetzt bitte zu jedem Spiel das passende Cosplay. Ja klar, bei Among Us hole ich einfach so großes Messer raus, oder wie machen wir? Okay. Gut, okay, ein Monat. Wir sind beim Streamopfer gewesen. Was ist ein Monat in Sekunden? 2,628 Millionen Sekunden. Soll ich trotzdem Follow jetzt drücken oder was? So, F in den Chat für der Jampel, der 2,6 Millionen Sekunden rausgebrettert wird. Und wir folgen so lange mal Baso. Folgen mal Baso. Easy peasy. Folgen. Mhm. Nice. Okay, so, treffen wir uns bei uns im Discord? Oder wo treffen wir uns denn? Ich gehe mal in den Discord-Chat, okay? Au. Geh mal in den Discord. Boah, ich habe halt auch keinen Plan, wie das heute Abend, also was wir denn machen wollen, was unser Ziel. So, ich starte mal hier. Wenn es Bock macht, würde ich es auch öfter machen. Hey, ich bin schon drin. Es ist niemand im Wartezimmer. Nee, ich bin im falschen Account drin. Mit dem in Live 2. Okay, ist noch niemand da. Wir haben aber noch 5 Minuten. Okay, dann mache ich das Tutorial schnell fertig. Mach mal eine Settings. So. Wettenchat. Wer glaubt, ihr wird heute als erstes sterben? Wer wird heute als erstes sterben? Ich sag mal Luna, und zwar bevor wir überhaupt lossegeln, wird sie ertrinken oder sowas. Tutorial dauert 15 Minuten. Ich muss ja nicht ganz machen, oder? Du, Maluna. Was muss ich machen? Pick up the Cutlass. Was ist Cutlass? Wo ist es? Ey, das Spiel ist so schön einfach, ne?
Spiel ist so schön. Das ist wie Urlaub. Das ist wirklich wie Urlaub. Als würde man in so einer Karibikinsel. Naja. Hä? Wie kann man das. Ich mach mal volle Grafik. Settings. Video-Settings. Ja, ja, ja. Framerate Lock, keine Ahnung. Ich kann das gar nicht schöner stellen, oder? Stell dir das mit 1000 Touristen vor. Der Sound ist mega. Ja, Sound ist auch geil. Ich finde, das ganze Spiel ist einfach schön. Eines der schönsten Spiele, die ich kenne. Lesen. Muss ich lesen. Settings. Video-Settings. Grafik-Settings gibt's auch. Geil. Mythical. Es ist das höchste. Aber wir sind auf Chat. Wir sind alles Max. Wir sind alles Max. Es kann nicht schöner aussehen als so. So, was muss ich machen? Ich muss irgendwas einsammeln. Was ist denn ein Cutlass? Oh, da, guck mal. Ich hab eine Waffe. Ja! Wie OP ich einfach bin, ne? So, mit X steckt man's weg. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Okay. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. So, ich mach grad mal Dings, den Titel mit Sea of Thieves rein. So, ich krieg ne Schaufel, alright. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Was für eine Map? Wo ist meine Map auf M? Nee. Wo kann ich meine Map aufmachen? Leertaste. Ah. So, und jetzt? Ich gucke auf die Map. Okay, wo bin ich? Da ist es markiert. Da, wo das X ist, ist irgendwas. Ich muss an das obere Ende. Wo bin ich denn? Da, oder? Da am Rand. Nee, das Spiel ist im Game Pass. Wir haben es damals gekauft. Wir haben es sogar zweimal gekauft. Einmal im Xbox Store und einmal nochmal auf Steam. Ich würde sagen, hier muss ich buddeln. Alter, first try. Ich bin geborener Pirat, wirklich. Basis als Pirat verkleidet, warum du nicht? Ich bin als Pirat verkleidet. So, wir. Wo bringe ich die jetzt hin? Return the old sailor's chest to the pirate lord, okay. Beim Tutorial kann man graben, wo man will. Man hat immer die Kiste. Das stimmt nicht, Nektran. Das stimmt nicht, oder? Oder? Doch. Ihr labert. Das ist Bullshit. Ah, my old chest. Let's see if she still hides her secrets. Okay, was haben wir da drin? Wie duckt man sich denn in dem Spiel? C? Nee. Okay, open. R. Mit F nehmen wir das alles. Okay. So, also auf der 1 haben wir das Schwert. Auf der 2 haben wir die Flinte. Das wird aber schnell. Also hier muss ich ja Valorant Aim auspacken. So, auf der 3 haben wir was? Nix. 4 nix. 5 nix. 6 ist die Schaufel, okay.
Du hättest sogar im Wasser graben können. Mann! I'll be here when you're ready to leave. Es ist 21 Uhr, ja. Ich geh mal in den Channel rein, Chat. Ich geh mal hier raus. Exit. Wie kommt man denn. Warte mal. Chat, wie kommt man aus dem. Wie kommt man ins Hauptmenü? Trefft ihr euch vielleicht im Basus-Discord? Nee. Gar nicht, bis im Tutorial. Alt F4, Leave Game. Okay. So, ich guck mal, ob die da sind. Ich komme niemals auf Basus Discord. Ich bin da gekickt worden, glaube ich. Da sind die doch. Guck mal, Maluna ist hier. Maluna? Ja? Hallo. Weißt du, ob wir uns hier treffen oder woanders? Weil ich wusste nicht, wo. Ich glaube, wir sollten uns hier treffen, oder nicht? Ja. Okay. Also, das hatten wir. Ich habe den anderen nichts mehr geschrieben jetzt. Mhm. Warte mal. Ich schreibe mal Blesk. Oder hast du Blesk, hast du die bei WhatsApp beide? Ja. Ja, ich nämlich nicht, weil die haben mich geblockt. Ja, du lachst. Ist aber leider Realität. Wirklich? Ja. So. Nicht weinen, Matteo. Nee, ist alles gut. Alles gut. Geht's dir gut? Ich hab nur Baso! Baso ist hier. Oh, nice. Ja. Hi, Baso. Ja. Ahoi. Mega geiles Kostüm. Ich bin in Kostüm, ja. Ich bin in, wie heißt das, Charakter? Dankeschön, Matteo. Deins auch. Du siehst wunderschön aus. Danke, du auch, Maluni. Wow. Oh, sorry. Unangenehm. Ich denke, sie meinte uns beide. Ja, ich glaube auch, Matteo. Ich glaube, Matteo, wir sind ja eh eine Person mittlerweile. Wenn ich mal so die Dies-Videos teilweise gucke. Also, ja, habe ich auch das Gefühl. Lass mal zusammen kochen. Ich glaube, Nee. Oh. Ich habe gesehen, dass du 1,90 Meter groß bist. Ich werde niemals mit dir kochen. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,74 groß. Du siehst halt wirklich aus, als wenn du dann 1,90 Meter groß wärst oder so. Was ahoi. Ich weiß nicht. Frauen ha, ahoi. Ahoi, Blesk. Ahoi. Arr. geil. Ja, geil. Ich freue mich, dass ihr da seid. War ja Basos Idee. Baso, ich überlasse dir einfach alles. Junge, ich spiele zum ersten Mal. Ich weiß nicht mal, wie ich euch hier einladen kann. Ich habe gerade das Tutorial gemacht und ich habe es nicht geschafft. Oh, Tutorial? Ich hab gar nichts gemacht. Ich glaube, ihr müsst es auch nicht machen. Ich glaube, das größte Problem wird jetzt einfach, dass wir uns erstmal finden und dann adden irgendwie. Ist das leise? Also, da war irgendwas mit Xbox-Account mit Steam connecten. Genau, ne? Das müsst ihr erstmal machen, damit ihr überhaupt ins Spiel reinkommt. Wart ihr schon mal im Spiel drin? Ja, ich bin schon drin. Okay, das ist geil. Ich bin komplett unvorbereitet. Also, ich muss jetzt so einen Charakter wählen erstmal. Genau, da wählst du irgendeinen aus. Ist, glaube ich, random so. Kann man einfach irgendeinen wählen. So. Okay. Haben die verschiedene Fähigkeiten? Oder ist nee. Das ist alles nur kosmetisch. Also du hast, ich glaube, die haben sogar alle dieselben Hitboxen. Also auch wenn du jetzt einen... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ist ja aber nur so ein Casual-Game, ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt... Nee, das ist schon wichtig hier. Also wir können später... Das ernst nehmen. Also ich bin echt gespannt, ob wir zuerst sinken oder ob wir zuerst was versinken. Also, ne? Zählen wir selbst mit dem Versinken dazu? Oder? Ja, ich weiß nicht. Also können wir uns auch gegenseitig versinken? Sehr stark, den ich frage nur von vorne. Also so wie es... Okay. Ich bin gerade drin und ich weiß, wie ich heiße, aber ich weiß nicht, wie ich euch adden könnte. Wo geht das denn? Haben wir uns auf Steam nicht schon? Kann man nicht einfach über Steam schon? Nee, ich glaube, man muss sich über Xbox Live adden. Das sagt zumindest mein Chat, aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich bin dumm. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Obwohl, kann man sich via Steam Freundesliste irgendwie einladen? Ich glaube nicht, ne? Play wird hier... Wir sollen Play drücken. E, okay. So. E. Und dann? E, oh. Adventure oder was? Oder? Ah, ich bin müde. Jetzt geht das schon wieder los. That's okay, though.
unten erstmal Link Xbox Account machen. Das habe ich schon gemacht. Das müsst ihr vielleicht noch machen, oder? Das check ich mal eben, warte. Dann Adventure. Okay. Yes, continue. So. Dann 11 Steam Friends. Follow Baso. Und mal Luna. Oh, ich habe euch, glaube ich, nicht. Christian, for some reason. Ich glaube, wir haben uns nie geaddet in Steam, weil wir immer nur Among Us gespielt haben. Kann das sein? Windows G. Genau. Ja. Ich gebe dir mal, Matthias, ich gebe dir mal meinen Code. Einen Steam-Code. Bonschweig, wie bei Steam. Das sieht ja cool aus. Im allgemeinen Chat hier. Ah, oh, das könnt ihr gar nicht sehen, Chat. Okay, warte mal, ich geh mal raus. In allgemein. Oben drüber. Ja, ich komm. Allgemein, jo. Ihr könnt diese Xbox-Overlay-Sache gar nicht sehen. Was, wir? Oder wen meinst du? Nee, weil Luna redet mit dem Chat. Ach so, sie mutet sich, wenn sie mit uns redet und unmutet, wenn sie im Chat redet. Das ist geil. Maser im Muten ist so eine ganz okay, ich verstehe schon. Aber wo soll ich diesen Dings denn eingeben? Wo soll ich bei Steam einfach bei Add a Friend. Ach, bei Steam. Und dann Enter Friend Code, genau. Und dann, da wir das gelinkt haben, erkennt ihr dich dann auch bei, das ist ja bei dem Xbox-Dingens. Das ist ja mega schlau. Wie mache ich denn Steam auf? So, Friends, Add a Shift Friend. Hubs. So, Friend Code. Kann ich irgendwas leaken? Ist es schlimm, wenn ich das zeige gerade? Ach, Quark. Das wird gar nicht gezeigt im Stream. Also bei mir wird es gerade nicht gezeigt. Okay. Ja. Habt ihr mich jetzt eingeladen? Ich mache einfach nur Desktop, nee. Oder nicht? Ich mache auch immer nur Desktop, aber da wird es auch nicht gezeigt. Echt krass. Hä, wie mache ich das denn? Auf Add a Friend und dann steht da Enter a Friend Code. Ja, aber dann das klickst ist du da drauf. Gibt's ach so, einen? Hier. Oh Mann, ist da drunter. Da drüber ist ein. Oh Mann. Mann, ey. Ist schwer. Oh Mann. Das ist dein Bild bei Steam. Ja. Junge, ich glaube, man muss das Tutorial spielen. Warum hat jeder immer, ist immer so verwirrt wegen meinem Steam-Bild? Ja, weil das aussieht, als wenn du ein Bayer wirst, der Bier säuft oder so. Ja, war ich ja auch. Das ist mein Halloween-Kostüm gewesen. Ah, krass. Okay, ich habe einen Invite jetzt geschickt. Ja, ich habe dich, warte. Wie komme ich denn nochmal in mein Steam-Overlay? Shift-Tab. Ich habe dich geaddet. Geil, Mann. So. Sehe ich dich jetzt online? View Friend List. Boah, Trilux ist on. Ich spiele mit dem was. Dann kann ich hier. SpongeBob.de, oder? Ist es SpongeBob.de? Nee. Judgmental. Nee. Judge. Und dann Leerzeichen. Ja, du bist, glaube ich, unsichtbar. Oh ja, bin ich. Bist du, oder? Oder? Nee. Ja, das mach das mal weg. Online mache ich jetzt. Ich bin online. Ja, aber ich hab dich doch gerade gehört. Da ist er. Irgendjemand sagt, da ist er. Wo ist wer? Wo ist wo? Wo ist Blesk? Okay, wir erstellen jetzt eine süße Karte. Bonjour ist bei mir halt online, aber du nicht. Ja, Sam. Bei mir ist auch. Hä? Ich hab Bonjour auch in der Freundesliste. Du bist. Was? Du bist unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Runter. Was? Irgendwas sagt jemand runter. Mann, ich raff gar nichts. Ach, Blesk, auf da deinen ist er. Namen drauf. Ich seh dich, seh dich. Und dann auf online. Genau, und dann wenn ich dich anklicke, was mache ich dann? Follow. Die sind ja alle wunderschön. Follow. Also du bist unsichtbar, Matteo. Du musst bei Steam, da wo du mich geaddet hast, da klickst auf deinen Namen drauf. Das ist ein kleiner Pfeil. Dann klickst auf online. Ich bin unsichtbar gerade. Ich bin da online. Das ist kein Joke. Ich kann dich nicht sehen. Also du wirst nicht angezeigt hier tatsächlich. Oh, viel besser. Ich schreib dir mal was, okay? Warte mal. Ja. Wie geht denn das? Send message. Hi. Kam was an? Jetzt sehe ich dich. Sea of Thieves. Ja, ich habe gezaubert. Das ist ja mega. Ja, ich habe das so wegen Dings, wegen Stalker, weißt du? Habe ich. Also, wenn Leute. Ich bin jetzt schon. Ja, wie macht man das? Also, wie. Klicken wir jetzt einfach auf Adventure und. Das also, check ich auch nicht. Wenn wir uns alle geaddet haben, dann gehen wir auf Adventure, suchen uns ein Schiff aus und dann kann man uns. Dann kann man, glaube ich, einladen. Aus, so, confirm and assemble a crew. Oh. Irgendjemand sagt, ich habe einen Code geleakt. Invite a friend mit 1. Ich versuche euch mal zu inviten. Yes. Du hast deinen eigenen Steam-Code geleakt wahrscheinlich. Jetzt adden dich halt ein paar Leute wahrscheinlich. Meine Friendlist ist eh voll. Du sagst immer, die sind ja. Ich kann niemanden adden. Leak? Okay. So. Da ist Vlesk, geil. Ich habe den Invite geschickt, Vlesk. Kriegst du den? Ich habe den Invite angenommen. Das ist insane. Wir sind hier, wir machen Fortschritt.
Nein, er hat deinen geleakt. Oh, du hast meinen geleakt und nicht deinen. Ja, das ist ja klasse. Ja, aber ich habe doch gesagt, kann ich das zeigen? Hast du gesagt, ja, kannst du zeigen? Ja, Matthias, jetzt habe ich viele neue Freunde. Ja, ist doch geil. Warum heißt du Knetpistole? Das ist eine mega lange Story, die werde ich jetzt nicht nochmal erzählen. Kannst du mich einladen über... Ich versuch's gerade. Genau, Bless, du musst jetzt den anderen einladen. Kann ich dir dann adden? Ah, so. Oh, Junge. Luna. Let's go. Ich habe beide geleakt. Oh, ja. Perfekt, ey. Warum heißt der Knet? Baso 1337, hast du das ausgesucht, ja, das war, oder das random? Nein, das war nicht, das war, ja, das habe ich ausgesucht, weil was anderes nicht mehr frei war. Oh mein Gott, wie peinlich. Ach man, du bist peinlich, du fucking jetzt, Boomer. Ich bin eine Knetpistole. Okay, geil. Also wir sind jetzt zu viert. Ich drücke jetzt Set Sail, hello, und dann spawnen, ja, wir und dann machen wir so ein bisschen Tutorial, was man so machen kann, weil ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch keine, ja, Ahnung. Let's go, ich bin bereit. Ich habe es noch nie gespielt, also mir ist es... Ich auch nicht. Einfach rein. Ja, okay. Backboard, Steuerboard, Kilo holen. Ich weiß nicht mal, wie man das steuert. Ich mache jetzt, ich habe nicht das Tutorial gespielt. Ja, machen wir zusammen. Das ist easy. Also keiner von uns hat irgendwas gerafft. Perfekt, perfekt. Geil, Mann. Wir können heute Abend, also ich weiß ja nicht, erstmal lernen, wie man läuft und sowas. Und dann können wir uns ja so ein Ziel setzen, dass wir irgendwie versuchen, einen Schatz auszubuddeln oder sowas. Ah ja, oder das. Achso, und Squad-Stream, wenn ihr wollt. Ja, das wäre geil. Schon lange, ja. Oh ja, ja, ich komme. Einladung. Mods, nice. Mods, nimm gerne den Squad-Stream an. Danke. Du hast Mitarbeiter, die das machen. Wow. Richtig. Geil. Oh, der mit den Tentakeln im Gesicht. Ich habe mich doch. Oh nein, ich rede in-game. Ja, aber das können wir ausmachen, oder? Ja, ja, lass mal ausmachen. Oh Gott. Okay, wo geht es aus? Settings. Audio Settings. Crew Chat Volume 0 und Crew Chat Output. Nee, keine Ahnung. Crew Chat ist aus, bin ich jetzt. Also reicht es einfach nur, wenn wir Crew Chat Volume 0 machen, weil wir wollen ja noch, ja, andere Leute hören. Okay, alles klar. Geil. Scheiße, ich hab nicht zugehört. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Joho. Rum. Les, wie siehst denn du aus? Du siehst aus wie ich. Warum seid ihr? Seid ihr in-game? Ja, wir sind in-game, wir sind in-game. Wir haben eine Loading-Screen, what the fuck? Ja, das ist langsam Rechner, ne? Maluna sieht halt normal aus wie ein Mensch, einfach. Ja, ne? Okay, warte nochmal auf Baso und dann starten wir einfach mal. Oh, geil. Ey, aber ich hätte gerne Grog. Gronk. Oder? Grog. Grog. Ihr habt es noch nie gespielt, ja? Nee. Ja, weil das Spiel, das sieht, also meiner Meinung nach, habe ich vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen wie Urlaub, wenn man so auf dem offenen Meer segelt, das Wasser sieht so geil aus. Und das dann so richtig so, weil ich war auch schon lange nicht mehr im Urlaub. Wann, ja, war, machen wir zusammen Urlaub. Ja, ich war noch nie im Urlaub. Was? Du warst noch nie im Urlaub? Nee. Wie meinst also du das? Also im Real Life mal nicht, oder? Ja, ja, im Real Life war ich auch noch nie. Krass. Also mein einziger Urlaub wäre eine Klassenfahrt gewesen. Das war. Wow. Wow, krass. Ja. Wie alt bist du denn? Ich freue mich so sehr. 22. Okay, ich muss aus der Lobby raus. Was? Matteo, wie alt bist du denn? Ich bin auch so 22, glaube ich, oder so. Also letzte Woche. 22 um eine 3 Stunden. Ja, wahrscheinlich. So, was mit Baso? Kann ich dich jetzt abschießen, Matteo? Ich glaube, Team Damage ist aus, oder? Bist du tot? Nö. Ich bin übrigens immer noch im Loading Screen. Also. Okay. Hast du. Matteo ist doch nicht 42! Doch. Wirklich? Ja. Hä, du hast dich voll gut gemacht. Nein, what the fuck? Matteo, renn nicht weg! Warum ist eigentlich Nacht? Wir warten auf dich, Linda. Hey, warten auf dich, Linda. Wenn es nicht geht, also wenn es gar nicht lädt, es kann sein, dass beim ersten Mal halt lang dauert oder so. Aber wenn es gar nicht lädt, dann kannst du vielleicht einmal Alt F4 und dann versuchen, aus dem Menü erstmal ins Tutorial reinzugehen, um zu checken, ob das Spiel überhaupt geht. Ich warte noch kurz. Okay. Okay. Oh, schaut mal. Mit Larina sprechen. Es ist Nacht. Man sieht voll geil die Sterne. Oh, bist du drin? Wie kann ich jetzt erstmal den drin? Sound ausmachen? Das ist ja richtig therapierend. Settings, Audio-Settings und dann Crew-Chat auf 0. Chat. Ich hab gerade das Game auf Englisch, ne? Ja.
Aber ist, glaube ich, egal. Ich hab's auf Deutsch. Ja, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Okay. Es gibt, glaube ich, kaum Sachen, die man lesen muss oder so. Wo ist das Tent? Bitte sieht's Matteo nur noch? Okay. Oh mein Gott. Sorry. Junge, die Musik. Matteo, können Sie mir sagen, wo das Zelt ist? Hier vorne. Hier vorne ist ein Zelt, aber ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Also, als ich Brücke gerade frisch kennengelernt habe, so über Twitch, haben wir mal zusammen League gespielt und ich habe ihn die ganze Zeit gesiezt. Er fand das so unangenehm. Ja, das ist auch fucking unangenehm. Was? Das ist ja richtig. Wie kann man überhaupt Leute siezen in 2021? Also ich sieze Leute, wenn ich am Telefon mit der Bank telefoniere, dann vielleicht. Quest for Glittering Gold. So, okay. Die kaufen wir. Counting your coins, das ist umsonst. Perfekt, ich habe eine gekauft, Leute. Bei Voyage. Also das ist so in dem Spiel, man nimmt Aufträge an, manchmal muss man für die Geld bezahlen, und dann bekommt man eine Karte und dann segelt man dahin und macht dann halt den Auftrag. Also meistens ist es halt ein Schatz bergen oder irgendwelche Skelette töten oder sowas. Nimm mal jeder bitte die Quest an, hier bei dem Trader, wo wir gerade sind. Hab ich. Genau, Les hat das schon gemacht. Und board your ship. Wo kann ich jemanden abschießen? Matthäus, dein Geburtsjahr, ist das geheim? Ja, das ist geheim, ja. Das weiß niemand. Echt? Ja, ja. War so. Warum steht's bei mir andauernd? Das kann nicht sein, das kann niemand wissen. Ey, verraten kaum. Gelb? Hä, hey, welche Quest überhaupt? Sagen? Dieses auf der Kannst Suche du sagen, es wird nicht stimmen, das ist falsch. 84? Das ist richtig, scheiße. Warte, dann bist du ja 42, wie ich gesagt habe. Was? Heißt die Quest auf der Suche nach dem glitzernden Gold, oder? 38? Mhm. Oh, nee. Aber knapp. 37. Mathe-Frau. Mathe-Frau. Okay, also, hat jeder den Auftrag angenommen? Ja. So, dann lass mal auf das Schiff. Gold besorgen? Ja, lass mal auf das Schiff gehen. Und dann versuchen wir mal zu verstehen. Sieht man denn Quest? Ich sehe keine Quest. Ja, nee, nee, erstmal alles cool. Erstmal hier. Oh, fuck. Du bist nur jetzt. Ich zauber jetzt, ey, trinke! Okay, alles gut. Versucht hier aufs Schiff zu kommen. Hey, wie seid ihr rübergejumpt? Naja, man hüpft. Naja, meine Gelenke sind ein bisschen jünger als deine. Stimmt. Okay, Maluna ist tot. So, das ist unser Schiff. Also, es gehört wirklich uns. Wenn das sinkt, ist das Spiel over und man ist für eine Season raus. Also, einen Monat lang kann man dann nicht mehr spielen. Ja, ist so. Jeder hat ein Schiff pro Monat. Also, ich habe noch keinen Auftrag angenommen. Du kannst 5 Euro bezahlen, dann bekommst du ein neues. Hä? What the fuck? An dieser Tent, Maluna, das war das einzige, was wir gesagt haben. Der kürzeste Film ever. So, komm. Wie seid ihr denn da rübergekommen? Ja, genau, da, wo du bist, Maluna, ja. Ich glaube, so schnell kann ich. Du kannst sprinten mit Shift. Das Bedürfnis, jemanden abzuschießen. Musst du nicht mal, kannst du genau, klick den an und sagst so, bye, Cell, gib alles her. Was denn? Es ist so breit wie Matthias. Hä? Und dann Gold ist ja... Matthias Charakter aus, warte, ich muss... Ja, ja, nimm alle. Matthias ist einfach... Was? Ey, Pistole hingeben. Sorry. Entschuldigung. Mein Chat hat Matteo leider nicht geholfen, weil sofort geleakt ist, Matteo lügt. Hab ich jetzt? Ja, also, okay. Hast du den angenommen? Ich glaube schon. Unten steht bei mir jetzt, board your ship to propose the voyage you board. Steht das bei euch auch? Du kannst deine Seefahrt am Kapitätstisch deines Schiffs vorschlagen. Genau. Ah ja, genau. Du musst ja nur deine Schiffs kommen. Und die Seefahrt vorzuschlagen, genau. Die du gekauft hast. Genau, oh, also, wir machen das jetzt mal. Soll ich mal ein Tutorial machen, so ganz kurzes? Ja. Okay, dann kommt mal alle an Deck. So. Los. Landratten, kommt an Deck! So. Also, das ist unser Schiff. Unser Schiff fährt gerade nicht, weil es einen Anker hat. Das ist der hier. Wenn wir, wenn wir da alle dran gehen und das drehen, dann wird der Anker eingeholt und dann fängt das Ding hier an zu segeln. Damit es segelt, müssen die Segel runtergefahren sein. Um Segel runterzufahren, geht ihr an so ein Ding hier, drückt F. Und dann drückt ihr nach unten, dann werden die gesetzt. Oh. Also probiert es einfach mal. Ist ja voll kompliziert, genau. Ey. Na, es ist halt ein richtiges Schiff, ne? Wir müssen auch das so richtig als Crew zusammenarbeiten. Und dann nach unten? Inwiefern nach unten? S. Oh. S. Ah, okay. Genau. Oder wenn du W drückst, fährst du es wieder hoch. Und je nachdem, wie weit das runtergefahren ist, umso mehr Fahrt nimmst du auf, weißt du? Ja.
Also eigentlich mehr Knoten, ne? Genau, Knoten, richtig, richtig. So, dann gibt's noch so ein Rad. Dann gibt's noch so ein Rad. Das ist runde Ding, auch an den Segeln. Da könnt ihr dran gehen und da könnt ihr die Segel ausrichten, also mit A und D. Also guck mal, das große Segel dreht sich hier gerade immer so links und rechts. Ja? Wow. Ja. Wenn das zwei Leute machen, sind die am selben Segel dran. Die heißt, das können die schneller machen. Wenn sie aber gegenseitig drücken, dann blockieren die sich. Das heißt, man muss dann zusammenarbeiten so ein bisschen. Ja? Jawohl. Genau, so dann, ihr seht, wenn ihr in den Himmel guckt, seht ihr, wie der Wind weht. Danke. Richtung Osten. Also wir wissen ja nicht, was Osten ist. Ich weiß auch nicht, was Osten ist, aber auf jeden Fall, der weht halt in die Richtung. Und wenn du die Segel in den Wind setzt, bist du natürlich am schnellsten. Wir haben jetzt gerade Gegenwind, wir sind fucking langsam wahrscheinlich. Ja. So, okay, soweit aber schon mal so gut. So, dann haben wir ein Steuerrad, wo wir einfach mit steuern, also wie so ein Lenkrad bei einem Auto. Ja. Genau. Und das will ich übernehmen. Das kannst du gerne machen. Nice, Manuna, du hast keinen Führerschein, ne? Ja. Du brauchst aber einen Navigator, weil wenn du nach vorne guckst, siehst du gar nichts, ne? Richtig, richtig. Genau, also wir können das Segel in der Mitte können wir ein bisschen hochfahren, damit man so ein bisschen drüber glotzen kann. Genau. Warte mal, ich fahre das mal ein bisschen hoch. Da kommt, wenn du was siehst. Da ruft immer, dann ruft. Backboard, Steuerbord! Genau. Steuerbord ist, glaube ich, rechts, oder? Steuerbord ist rechts. Genau, Backboard ist links. Genau. Warum sagt man nicht einfach links und rechts? Weil das nicht cool klingt. Ist ein Kompass. Und außerdem hat Basel links-rechts-Schwäche. Ich habe auch so eine richtig krasse. Vielleicht habt ihr keine Backboard-Steuerboard-Schwäche. Aber bei mir ist sogar so nicht eine Schwäche, sondern ich mache es immer konsequent falsch. Also es ist nicht random, sondern immer komplett falsch. So, okay. Also ich habe zwar meinen Führerschein nicht, aber während der Übung und der Stunden bin ich immer in die falsche Richtung gefahren. Das war sehr witzig. Okay. So, ich lass mal das Segel hier auch runter. Warum hast du deinen Führerschein? Okay. Lasst mal unter Deck gehen, weil da ist unsere Navigationskarte. Und da müssen. Du bist doch der Captain. Nee, ich mach nur Tutorial, danach ist Maluna Captain oder so. Okay. Okay, also, das ist die Navigationskarte. Mit F könnt ihr da drauf gehen und da könnt ihr einfach gucken, wo wir hinwollen. Und da sind alle Inseln drauf, die man so sieht. Und wenn wir uns jetzt zusammen für eine Quest entscheiden, dann müssen wir nochmal hochgehen. Wie kommen wir nochmal raus mit F? Wenn wir nochmal rausgehen. Kommt mit an den Captain's Table. Genau, wir kommen an den Captain's Table. Und hier entscheiden wir, welchen Auftrag wir machen wollen. Ich drück mal F. Wir haben nur einen. Genau, wir haben nur einen. Ich schlage jetzt mal den ersten vor. Und der liegt jetzt hier auf dem Tisch. Und wenn ihr den mit annehmt, dann müsst ihr da irgendwas drücken. Ich glaube F oder so. Oder? F, ja. Genau. Meine Stimme hast du. Nice. Meine auch. Geil. Warte, wo muss ich draufklicken? Seefahrt und meine Axt. F. Aber hier sind zwei Missionen. Hier ist so eine Rolle. Genau, so. Und jetzt? Habt ihr erstochen. Geil. Geil, Mann. Wow. Okay, und jetzt haben wir den angenommen. Aber wir müssen das nicht machen. Wir können auch einfach so rumfahren und selber Schätze suchen und selber auf irgendwelche Inseln gehen und machen, was wir wollen. Das ist nur halt damit. Ja, wenn wir das machen, kriegen wir halt ein bisschen mehr Gold und mehr XP. Okay. Kuh haben wir ein Inventar, ja? Genau, wenn ihr Kuh gedrückt lasst und dann die Maus da drüber hovert, was ihr auswählen wollt, ihr müsst es nicht klicken, sondern nur drüber hovern, loslassen, dann wählt ihr das aus. Zum Beispiel also, auf der 4 habt ihr so ein Fernrohr, da könnt ihr... Oh, kommt mal mit! Nehmt mal das Fernrohr. Oh. Okay, ab geht's. Er macht Musik. Warte, ich will auch. Oh, fuck, ich war nicht dumm. Das war ja so dumm. Wo waren die denn die Instrumente her? Auf F. Rad, dann F. Oh, das war nicht mit Absicht. Ich habe nur eine Waffe. Nee, also guck mal, drück mal Q, ne? Und dann drückst du einmal F. Und dann siehst du da Instrumente. Ist das eine Angel? Ist ja voll geil. Ja, wie gut wir spielen können. Ja, ich spiele gerade mit Omi. Geil. Geil, Mann. Macht man hier noch mehr? Und Maluna benutzt das Fernrohr. Wie kann ich? Ich will auch. Also Maluna, Q, dann drückst du F. Und dann sind da Instrumente. Ach, die zwei. Ah! Er angelt einfach. Ich angel. Ja, ja, okay. Oh, fuck. Ich spiele Fishing Simulator. Seit wann? Das kenne ich nicht. Das ist neu. Das hatte ich noch nie. Also, habe ich noch nie gesehen. So, okay, lass mal kurz weitermachen. Lass mal in den Ausguck gehen, da kommt er mir hier mit hoch.
habe einen Kompass. Genau, Kompass ist auch, wichtig, damit wir uns später orientieren können. So, hier ist der Ausguck. Kann man hier runterfallen und sterben? Ja, ja, wenn du runterfällst, kriegst du Schaden auf jeden Fall. Also versucht nicht runterzufallen. Wenn ins Wasser fällt, ist man dann tot oder schwimmt? Nein. Im Wasser schwimmst du ganz normal, du kannst auch richtig tauchen. Okay. Man kann sich auch aus den Kanonen rausschießen. Also wir können uns in die Kanonen reinstecken und andere Schiffe boarden oder so. Oder uns auf Inseln schießen. Ah. Genau so. So, hier ist das Krähennest. So, und dann könnt ihr dann euer Fernrohr auswählen. Und dann kann man halt schon scouten. Also eigentlich ist es immer geil, wenn einer hier oben ist. Und da ist auch schon ein gegnerisches Schiff. Und zwar auf, keine Ahnung, genau voraus. Fährt gerade hinter den Felsen lang. Seht ihr das? Oh mein Gott. Ja. Ich sehe es. Warum brennt es da hinten? Ist das Gewitter? Ja, das ist so ein Sturm. Jawohl, kann. Genau, es gibt so richtige... Fahren wir rein, oder? Oh, können wir machen. Können wir machen. Also wir können auf jeden Fall reinfahren. Ich würde sagen, wenn ein gegnerisches Schiff kommt, verpissen wir uns erstmal, weil wir fighten noch nicht, weil die werden uns dann einfach... Dann schreiben wir so friendly und so. Genau, friendly und dann... Friendly. Genau. Friendly. Alright. Dann ich schieße die ganze Zeit aus Versehen. Können wir runtergehen? Ich mache hier schnell. Aber lass mal nicht in den Sturm fahren. Munitionskanonen oder so, oder? Ja, das machen wir jetzt mit den Munitions- und Kanonen, weil wir haben an Bord, haben wir. Das kannst du, also wenn du im Ausflug bist, Baso, dann kannst du das halt klingeln, wenn du irgendwas siehst, ne? So, komm mal mit unter Deck, dann zeige ich euch nochmal hier unter Deck alles. Also hier gibt es Essen, das ist Food Barrel, da könnt ihr euer Essen auffüllen. Ihr nehmt, Essen ist sozusagen zum Healen, also wenn ihr wenig HP habt, könnt ihr eine Banane essen und dann seid ihr wieder voll HP. Dann gibt es, das weiß ich nicht, was es ist, Grog zum Saufen. Nice, das Wichtigste. Genau, hier gibt's Bretter. Und zum Schiff reparieren wahrscheinlich, oder? Genau. Wenn wir angeschossen werden von anderen Schiffen, dann haben wir meistens Löcher hier in den Wänden und die muss man dann stopfen. Das ist mega wichtig, weil sonst gehen wir unter. Und hier haben wir die Kanonen für die Kanonenkugeln. Genau, und da könnt ihr euch auch welche nehmen. Und das ist eigentlich geil, wenn man, bevor man lossegelt, dass man alle Kanonen befüllt hat, damit man direkt fighten kann, wenn es losgeht, ne? So, dann können wir, dann geht ihr hier hoch an eine Kanone, wenn ihr eine Kanonenkugel in der Hand habt, und dann drückt ihr R, also lasst es gedrückt, dann ist die, dann ladet ihr die. Und wenn ist ein Icon drüber, ne? Genau. Ah, nee, eine Lunte. Genau, wenn die Lunte drin ist, dann ist die Kanone geladen. Das heißt, wenn ihr dann nochmal R drückt, dann entladet ihr die. Also passt auf, dass ihr die nicht entladet. Und euch selber abschießen könnt ihr nur, wenn eine Kanone leer ist. Weil dann könnt ihr vorne reinsteigen, wenn ihr so vorne drauf guckt. Und dann könnt ihr euch selber abschießen. Machen wir das später. Dann lassen wir mal ganz kurz runtergehen. Ich glaube, unten haben wir jetzt fast alles schon geklärt. Da gibt es nicht viel mehr. In der untersten Etage ist so ein Gefängnis. Theoretisch, also für den, ich erkläre es jetzt einfach mal so wie ich es kenne. Wenn einer auf dem Schiff, zum Beispiel Blesk, ja, auf einmal eine Meuterei anfängt und wir sagen, holy shit, der Junge ist nicht mehr zu bändigen, dann können wir ein Vote machen. Holy shit. Dann können wir so ein Vote machen, dann kommt er hier ins Gefängnis. Aber das macht man halt nur mit Randoms, wenn die halt irgendwie so einen Scheiß machen, ne? Ja, okay. Dann hier hinten ist, glaube ich, nur Lagerplatz. Da kann man einfach nur dann so Schätze lagern oder sowas. Und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Wir können, glaube ich, langsam lossegeln. Wie macht man diesen Vote? Das sage ich dir nicht, weil ich will nicht im Gefängnis landen. Linda! Es war nur aus Interesse. Ich wollte nur wissen, wie man es macht. Kommt der Morgen durch. Ja, ja. Achso, hier hinten auch noch ganz wichtig. Schaut mal hier hinten, da wo ich bin, auf der... Hier gibt's Harpunen. Ja, genau. Auf dem ersten Unterdeck, da gibt es noch Munition für eure Waffe im Inventar. Also ihr habt ja so ein, keine Ahnung, so eine Flinte dabei. Hier könnt ihr aufladen. Und ich empfehle euch, es gibt verschiedene Waffen. Es gibt so eine Shotgun, es gibt die Pistole und es gibt eine Sniper. Ich würde euch die Sniper empfehlen, weil wenn ihr damit einen Headshot macht, dann downt ihr einen, glaube ich, direkt. Und die macht auch Bock, die Sniper. Das ist Vlesks Aufgabe dann. Ja. Das ist ja voll. Ich könnte aber... hier an dem Kasten, an diesem Kasten F drücken. Dann kannst du die austauschen gegen eine andere Waffe. Ah, hier. Genau. Nee, nicht in der Mutschest. Wo? Nein, hier. Die hier. Kann die nur einer nehmen? Ah, Jugend. Nein, jeder kann die nehmen. Achso, nee. Okay, nice. Genau, jeder kann die nehmen. Perfekt. So, und hier unten ist Ammo-Chest. Nimmt man überhaupt das Melee-Ding? Nimmt man das überhaupt? Ja, wenn du Skelette killst, dann machst du Melee meistens. Und deine Munition ist ja begrenzt. Das heißt, wenn du auf eine Insel gehst und du schießt deinen Schuss leer, dann hast du einfach keine mehr. Dann musst du Melee oder halt auf der Insel wieder auffüllen. Ah, okay. Genau. Okay, das war's aber, glaube ich, jetzt grob hier unten.
Wenn ihr wollt, können wir jetzt einfach erstmal lossegeln und dann, während wir segeln, gucken wir dann, wo wir genau hin müssen. Oder wollen wir erstmal jetzt gucken, wo wir hin müssen? Das wäre vielleicht schlauer. Also. Du, ich lasse mich leiten vom Wind. Ja, ja, ich höre auch gleich auf mit dem Ganzen erklären. Das muss man, glaube ich, am Anfang einmal gemacht werden. Nee, ist voll gut, dass du es erklärst. Ja, voll gut, dass du es erklärst. Ja, ja, ich auch. Okay, voll so, gut, ey. Voll gut. Super. Wie machen wir nochmal die Map auf? F. F? Achso, ich brauche Muni oder was? Aber ich habe ja gerade noch. Nee, nee, ich meine die Map, die man in der Hand hat. Achso. Weißt du, die Quest-Map, wo geht denn das? Ah, Leertaste. Ja, Q und dann Leertaste. Genau, ich bin, steht auch da, ich kann noch nicht lesen. Danke, danke. Ich brauche mehr Munition. Ups, das war links. So, genau, wenn ihr alle Q drückt, dann Leertaste und dann oben die Map auswählt, dann seht ihr die Insel, wo unser Schatz vergraben ist. Und jeder hat halt eine andere, also wir haben alle die gleiche Insel, glaube ich, weil wir dieselbe Quest angenommen haben, ne? Aha. Ja, so, jetzt müssen wir diese Insel finden auf der großen Map. So, die sieht aus wie? Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Wir müssen mal. Weiß ich nicht, wie so eine Schwangere. Genau, also geh du mal die Map dran und such mal. Ja, und ich guck meine währenddessen. Ich weiß auch, was du meinst. Such mal diese Inselformation. Oh, ist kein Problem, kannst rumballern, ist nicht so schlimm. Ja, ich such die gerade. Ich schau mal mit, ich sehe sie auch noch nicht. Sie auch nicht, nee. Oh, hier. Q6, oder? Warte, ich guck mal mit drauf. Ja, das Plunderous ist sie. Plight. Plunderous Plight, das ist unsere Insel. So, kannst du die markieren so irgendwie? Eine Schwangere. Kannst du rauf so. Ah ja, ja. Hab ich. Genau, geil. So, und jetzt. Ist einfach nur. Steuerbord. Genau, einfach nur rechts und dann sind wir da. Geradeaus. Ja, okay, dann machen wir einfach das. Nur rechts sind wir da. Jo, okay, okay, alles klar. So, dann lass mal nach oben gehen. Und dann machen wir es so. Segel sind gesetzt. Die sind nur nicht im Wind. Wir ziehen jetzt den Anker hoch, alle zusammen. Mhm. Weil dann geht's man kann es auch alleine machen, es dauert aber halt länger. Umso mehr Leute dran sind, umso schneller geht's. Man könnte auch Nordwest sagen. Ja, Mann. Kommt Nordwest. Ihr noch, kommt ihr nochmal mit dazu für den Anker? Also. Aha, warte. Sonst dauert's ein bisschen. Let's go. Jawohl, schieb. Schiebe. Genau. Und man kann dann auch sowas wie so eine Notbremsung machen mit dem Anker, wenn man zum Beispiel, also wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn man auf einen Riff auffährt, also wenn unter der Wasseroberfläche Felsen sind, dann geht das Schiff kaputt und dann sinkt das. Wenn wir irgendwie auf so einen, auf eine Inselriff zufahren und wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir können nicht mehr reagieren, können wir auch den Anker werfen wie so eine Notbremse. Okay. So, okay, wir fahren jetzt langsam. Ich geh mal ins Krähennest. Ich geh hoch in den Ausguck. Ah, du auch? Nee, 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 warte, okay, okay, geh mal weg. Mann, das ist aber geil da oben. Das ist das einzige Sinnvolle, was ich machen kann, glaube ich. Okay, Maluna. Scheiße. Ja. Oh, fahr mal zwischen den beiden Felsen durch. Fahr zwischen den beiden Felsen durch. Siehst du die? Warte, doch, das sieht geil. Ja, 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 let's go. Das große Ding? Ja, ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das Schiff kostet 5 Euro, ne, Matteo? Ja. Was zahlst du? Nee, erstes Schiff geht auf Basel. Matteo. Nee, ich wollte nicht durch die Felsen fahren. Okay, ein bisschen, Backboard. Bis Backboard. Baluna, Backboard. Hard Backboard. Hard Backboard. Ja, ja, sehr gut. Junge, passen wir da auf durch. Ich weiß es nicht. Aber das ist unsere Feuertaufe. Die brauchen wir aber nicht. Verstehe, verstehe. So, genau. Weiter Backboard. Ich geh mal um in die Karte, ne? Ja. Weiter Backboard, Maluna. Maluna, Backboard. Ach so. Maluna. So stopp, Mann. Die andere Richtung Backboard, nicht Steuerboard. Nicht Backboard. Hin, sondern von der Maluna, ich will nicht stressen, wir fahren gegen Felsen. Okay, nee, ist zu spät jetzt. Mach Steuerbord jetzt. Steuerbord. Bitte. Ich komme der Sonne entgegen, das ist schön. Oh mein Gott. Ja. Aluna, mach mal hart Steuerbord jetzt. Ja, 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 mach ich mal. Ja, okay. Wir müssen ganz, ganz, also 90 Grad Steuerbord im Endeffekt. Okay, 90 Grad Steuerbord. Okay, 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 okay. So, Ja, ja. Perfekt. Genau. Wir können mal versuchen, die Segel ein bisschen mehr in den Wind zu setzen, damit wir ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Perfekt. Also warte mal so. Ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Genau, wenn ihr alle Segel komplett nach Steuerbord dreht, dann sind wir viel schneller. Schön in das Gewitter. Nach Norden, als ob die jetzt eine Ahnung haben, was ist, wenn ich sage Norden. Ich weiß auch nicht, wo Norden ist. So ein dummer Call. Steuerbord. So, den Kurs müssen wir halten, den Kurs müssen wir halten. Genau den. Genau ja, den. Genau. So. Dreh die Segel voll in den Wind. Jetzt. Warte. Oh, ey, wir kippen aber um, oder? Ein krasser Wellengang. Nee. Ja. Kippen wir um? Ne, wir kippen nicht um. Nee. Wie gut. So, Segel sind gesetzt. Ey, wie wir abgehen. Ja. Wir müssen genau nach Norden. Ja. Ey, wie geil die Wellen halt sind, ne? Ja, ja. So richtige Berge. Das dauert immer nur lange, bis sich das anpasst. Ja. Ja. Oh Junge, hier ist ja richtig Party. Okay, die Leute sagen, wir sollen echt nach Kompass gehen. Du kannst, ich seh den Kompass, ja. Ja, stimmt. Maluna sieht ja den Kompass. Lässt, du kannst immer
also Compass Calls geben, weil sie sieht ja, wo der Compass ist. Also sieht ihn ja. Ja, aber wir fahren ja genau drauf zu. Mhm. Okay. Auf so eine kleine Insel zu. Ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Insel. Wir sind gleich schon da. Das ist genau die vor uns. Okay, ich gehe mal nach vorne. Ja, ist das die Insel? Ja, glaub schon. Ist ja richtig klein. Ja, Mini-Insel. Boah, wird schlecht. Ich krieg. Was ist, wenn wir in die Insel reinfahren? Dann sind wir tot, dann sinken wir. Okay, Okay, kann mal einer so langsam an den Anker dran gehen, aber noch nicht ziehen. Ich sag, wenn er gezogen werden soll, ja? Das ist aber die falsche Insel, oder? Kannst du Backboard, hart links und Anker. Ist jemand am Anker? Anker! Nein! Ja, ich bin schon. Anker! Ich komm auch nicht hoch! Perfekt! Das hätte nicht besser laufen können im Prinzip. Also, no jokes, Anker, wa? Anker, ich bin ja am Anker. Das war perfekt, ey. Ja, aber wo ist denn die Insel hin, Richtung? Hinter uns, wir haben einen. Kann ich jetzt einfach runterhüpfen? Ja, wir haben 180 gemacht. Jumpt einfach mit rein. Junge. Einfach runterhüpfen? Ja, ja, einfach runterjumpen. Hm. Au! Oh. Hey, du Arsch! Was sind das für komische Zombies? Das sind Skelette, so Piraten. Das ist ja widerlich. Tote alte Piraten. Cool. Hier ist schon, schaut mal, hier ist schon ein Schatz, aber der ist nicht vergraben. Das ist einfach so ein Schatz. Könnt ihr mal aufmachen? Wir müssen zu der Felsformation ganz im Norden quasi. Genau, wir müssen ganz im Norden. Schatz in der Glockbuch aktualisiert. Nice. Soll ich öffnen? Ja, kannst du machen. Haben wir irgendwo eine Lampe oder so? Das ist eine gute Frage. Aber warte mal, hier ist doch was vergraben, ja, das sehe ich doch. Guck mal, auf Q6. Ups. Hast du eine Lampe, aber die macht nicht viel Licht. Was ist das denn? Da war doch was. Da war das Gold drin. Ein Diamant. Genau, wenn du buddelst. Du hast einen Diamant einfach so gefunden, oder was? Ja, 250. Komm mal alle her. Wenn ihr alle hierher kommt, der Schatz ist irgendwo hier drauf. Wir waren noch nicht so weit. Also, ich weiß nicht, was das war, aber es war Kohle. Pick up Grubs. Nutze die Kanäle. Was machst du mit denen? Was sagst du? Guck mal. Was sagst du mal, Luna? Was siehst du, Luna? Ich hab irgendwas in der Hand, glaube ich. Ja, du hast die Kiste in der Hand. Du kannst sie ablegen. Mit F, glaube ich. Drück mal F. Ich hab Maden. Nee, das ist wieder drin. Mit. Wähl mal ein anderes Item aus. Eins oder zwei oder so. Ja, ich kann die essen. Yum, yum, yum. Ja, wie kann sie denn die Kiste ablegen? Mit X. Sorry, mit X. Mach mal X. hinter uns sind Zombies gespawnt. Oh, wir sind tot. Nein. Aua. Oh. Easy to hit. Oh, wie werf ich das? Hilfe! Was denn? Was hast du denn ich da? Ich hab hier so ein Gunpowder Barrel, aber das war an. Und jetzt wieder aus. Wie an? Was mach ich damit? Ne, ich hab hier so ein Barrel. Ey! Wie werf ich das weg? Mit F. Ah, X. X. Ist er gestorben gerade? Ja. Oh. Kann man ihn irgendwie noch retten? Nee, das war's. Wir müssen jetzt 5 Euro bezahlen, dann kriegen wir einen neuen Blesk. Sorry. ich wollte euch nochmal zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Und zwar, man kommt dann in so eine Zwischenwelt, in so einen Hub. Wow. Und dann... ist das wie bei, wie heißt das Spiel? Ich hätte gerne eine Tasche. Und jetzt? Fortnite, oder was? COD? Genau, das Gulag. Nee, und dann kannst du einfach... Gulag, genau. Dann kannst du einfach dahin gehen, wo die Kapitänskajüte ist, auf diesem Geisterschiff. Und wenn du da einfach reingehst, kommst du einfach wieder bei uns raus. Oh, Mama! Solange wir... Okay. Solange wir ein Schiff haben, wirst du immer bei uns am Schiff spawnen. Wenn wir unser Schiff verlieren, dann sind wir im Eimer, ne? Da stand aber tatsächlich auch, dass ich mir eine andere Crew suchen könnte, theoretisch. Ja, wenn wir jetzt wüssten, wie dieses Feature mit dem Gefängnis geht, dann könnten wir mich jetzt ins Gefängnis stecken. Dafür. Für diesen unehrenhaften Mord. Habe ich jetzt mal Kohle noch? Oder geht die Kohle und so, geht das alles wieder ans Schiff immer? Ich glaube, das geht ans Schiff. Ich weiß es aber nicht genau. Also, hier ist noch ein weiterer Schatz. Das ist nämlich der Schatz von unserer Quest. Wenn ihr mal hier hinkommt, der wird wahrscheinlich genau hier sein, wo ich stehe, glaube ich. Mhm. Könnt ihr mal hier graben. Maluna, grab mal hier. Graben? Ach ja, es gibt Schaufeln. Genau, es gibt Schaufeln. Genau, also du. Warte. Kuh. Ich war schon wieder zu Hause. Wie ist denn das jetzt mit dieser Kiste? Wo bringe ich die hin? Was mache ich mit der? Die Kiste, wenn du die so hast, kannst du die aufs Schiff bringen. Aha. Und das ist halt einfach ein Schatz, den wir abgeben können. Da kriegen wir dann später Kohle für. Und für die Kohle kann man dann Skins kaufen oder dein Schiff upgraden. Oder was ist das? Wie kriege ich den aufs Schiff? Einfach drauflaufen. Du kannst mit der Kiste kannst du die Seitenleitern hochgehen. Mhm. Genau.
So, ihr habt jetzt gegraben, aber ihr habt nichts gefunden, oder? Nee. Versucht mal, macht mal die Karte nochmal kurz auf. Drückt mal Q, dann F. Nee, wo ist das? Nee, Q und dann Leertaste. Dann wählt die Karte aus. Und dann guckt mal ganz genau, wo das X ist. Und wo lege ich die Kiste hin? Einfach nur aufs Schiff? Ja, genau. Kannst du eigentlich ablegen, wo du willst. Gibt immer so verschiedene Strategien, wo man die Schätze versteckt, damit man die nicht geklaut bekommt. Wie sehe ich das? Drück mal Q, Maluna. Ja, ja, Q. Dann Leertaste. Und dann hoverst du über deine Map, wählst sie aus. Und dann drückst du linke Maustaste, dann guckst du auf die Map. Ich drücke Q und... Maluna. Gotcha. Ich habe irgendwie meine Map verloren. Ich habe meine Map auch verloren, ich weiß aber nicht warum. Oh, ihr habt den Schatz gefunden, weil du den Schatz gefunden hast. Basa hat den Schatz gefunden, während wir da... okay, genau, das ist der Schatz. Wir können auch mit mehreren dran graben, dann kommt er schneller raus, glaube ich. Das war ewig. Genau, und das ist eigentlich, das ist unsere Quest. Also das ist der Schatz aus der Quest. Wow. Man findet halt währenddessen noch... Rauskommen. Sehr nice. Ja. So, ich nehme den einfach mal. So, und jetzt können wir zurückgehen. Genau, und auf so Inseln gibt es ja immer so diese Supply Crates, also diese Supply Kisten. Macht euch da immer komplett voll, weil alles, was ihr über habt an Supply, können wir dann ins Schiff ausleeren und haben wir immer Vorräte. Das heißt, wir benutzen die Inseln zum Looten halt primär, ne? Ja, ja. Okay. Genau, Ei. Was ich heute gerne mit euch machen würde. Warte mal. Ja. Es gibt sowas wie Raids. Das sind so richtig krasse Inseln. Und die findet man auch nur, wenn man das sieht. Dann ist über dieser Insel so eine riesige Totenkopfwolke. Da geht man dann hin und da muss man dann Wellen von Gegnern killen. So ein bisschen wie so Tower Defense mäßig. Und dann kriegt man halt einen richtig krassen Schatz. Aber das ist auch richtig hart. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also seid ihr alles... Der erste Tag. Ja, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir, oder? Okay, also dann lass mal die Schätze mitnehmen. Hast du die jetzt genommen? Nice. Ja, habe ich weggenommen. Ja, ja, aber es ist gut, weil wir alles, was wir gemeinsam looten und abgeben, das kriegen wir alle. Also es gibt nicht sowas wie Stehlen unter Piraten. Wie zur Hölle bringe ich die aufs Schiff? Du schwimmst einfach hin und dann gehst du hier an diese Leiter und drückst F. Hast du getroffen oder nicht? Ah. Was hast du getroffen? Einfach mit der Küste in der Hand auf die Leiter drauf. Genau. Dieses rote Explosionsfass, was Lesk hatte, ne? Das ist richtig, richtig stark. Wenn wir so ein. Wenn angenommen, wir kommen in so einen Fight mit so einem anderen Schiff und es schafft einer von uns, mit so einem Explosionsfass auf das gegnerische Schiff zu kommen und er zündet es unten im Frachtraum, dann sinkt es eigentlich fast sofort, weil über Löcher drin sind. Also es ist mega stark. Oh. Wo packe ich denn die Küste jetzt hin? Les hat die, glaube ich, hier reingetan, oder? Ich hab die einfach draufgestellt bei mir. Ach so, genau. Wir können die hier in die Kapitänskajüte machen. Okay. Genau. Was war das nochmal? X? Genau, X, ja. Nice. Ja, wir können alle Schätze hier stapeln. Später finden wir halt auch so... Ich habe eine Banane samt Schale gegessen. Nice. Ja. Ich will auch eine Banane essen. So, okay, dann lass mal Vorräte wieder auffüllen, also Munition. Man hat echt wenig Schuss. Können wir theoretisch zurückfahren, aber wir können auch einfach weiter, oder? Genau, wir könnten zurückfahren, aber das wäre lame. Ich fände es geiler, wenn wir die ganze Zeit looten und dann irgendwann zurückfahren, alles abgeben. Okay. Oh, genau. Berühmt. Und jetzt können wir im Prinzip eigentlich machen, was wir wollen, weil wir können einfach irgendeine Insel anpeilen und einfach mal gucken, ob wir da was finden. Es gibt halt es gibt auch so Inseln, die haben halt so richtige Außenposten. Da sind halt dann so NPC-Gegner, aber mehrere. Hier wird gefragt, wollt ihr nicht die Fluch der Karibik Story Quest machen? Ich habe keine Ahnung, wie die geht. Aber die Fluch der Karibik Story Quest, ist die überhaupt schon? Also geht das überhaupt schon? Das habe ich mal. Ich glaube, die war im Hauptmenü, aber. Genau, wäre erstmal so das Main-Spiel so ein bisschen spielen. Ja. Ich bin ja zum ersten Mal. Ja. Und so ein bisschen frei rumsegeln und looten finde ich auch eigentlich ganz geil. So, okay. Ja, genau. Dann lass mal den Anker hochfahren. Achso, warte. Also Maluna, du bist ja am Steuer. Wir können das immer zu dritt machen und du bleibst dann am Steuer, weil sonst fahren wir immer steuerführerlos los. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe den Totenkopf von dem Super Raid. Super Raid. Wollen wir hinfahren? Super Raid? Ja, Super Raid, ja. Super Raid. Ist es dieses Ding, was da hinten im... Was da so grün-rot leuchtet? Genau, also es ist eine Wolke, die so aussieht wie ein Totenkopf. Ja, okay. Genau, auf der anderen Seite.
Also wenn ihr mal Steuerbord schaut, da ist er. Und das ist halt so ein Event, das ist nur so alle paar... Wie oft ist denn das? Oh my lord, das sieht gefährlich aus. Das ist auch gefährlich, aber es macht mega Bock, weil es halt hart ist. Also alle Schiffe, die jetzt hier auf dem Server sind, die sehen, wenn sie nah genug dran sind, sehen sie auch diese Wolke. Und könnte sein, dass sie halt jetzt auch looten gehen wollen. Oh. Aber keine Ahnung. Maluna, so leicht Steuerbord. Mann. Genau, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auf so einen Felsen drauf klatschen, ne? Ja, so, da ist keine Insel dazwischen. Auf der Karte ist es da auch so ein Totenkopf quasi. Ach echt? Ja. Ah, das erscheint da wahrscheinlich. Da sind ein paar Brillen und ein Totenkopf drüber. Okay, alles klar. Maluna, wenn du jetzt genau geradeaus fährst, wäre perfekt und dann machen wir... Gibt ja auch ein paar. Ja. Mhm. Wir können mal die Segel setzen, damit wir schneller sind. Lass mal die Segel alle reindrehen. Ja, die Wellen sind richtig geil. Ein paar von diesen Totenköpfen. Also ich glaube, Sea of Thieves hat das geilste Wasser, die geilste Wasserphysik in allen Spielen. Da, wenn wir später mal in so einen Sturm reinkommen, da gibt es halt so richtige Wellenberge, die sind halt also höher als unser Schiff. Unser Schiff ist so schief. Ja, ja. Die ganze Zeit durch die Wellen. Ist aber mega geil. Stell dich mal ganz vorne auf wie heißt denn das Ding hier? Ist halt geil. Was kann ich mit der Harpune machen? Kann ich Moby Dick fangen? Schieß mich mal ab, passiert da was? Kannst Matteo fangen. Kann ich nicht. Okay, was ist, wenn ich jetzt abspringe? Fängst du mich dann ein? Stimmt, ja. Nee, machst du nicht, oder? Schaffst du das? Ach, klar, safe. Okay, Valorant, muss aber Valorant Aim auspacken. Ich spring bei 3, okay? Ja. Lass mich nochmal. Ja, üb nochmal. Üb nochmal. Okay, ja. Okay. Stehe. Maluna, du machst das super. Dankeschön. Stimmt. Junge, die Welt. Wie weit? Maluna, du musst so leicht Backboard. Leicht Backboard. Ja, ja, ja. Okay, soll ich jumpen? Klar. Schade. Ich hab getroffen. Also, ich hätte eigentlich treffen müssen. Ja. Spaß, der Schuss war, glaube ich, sogar ganz gut. Okay, wir sehen uns am nächsten Schiff dann. Ciao. Ja, ich bin jetzt tot. Tschüss, Matteo. Ciao, ciao. Kannst du überhaupt schwimmen, Matteo? Knetpistole, mach's gut. Ich schwimme automatisch oben. Oh, okay. Ja, wie kriegen wir dich jetzt zurück, Matteo? Nee, ist kein Problem. Fahr einfach weiter. Wenn man vom Schiff runterfällt, dann kommt so ein Meerjungmann. Und den kannst du dann, da kannst du dann wieder aufs Schiff einfach drauf. Ich bin schon wieder da. Oh, warte, ich muss mal kurz vom Schiff runterfallen. Okay. Related, obviously. Save me, please. So. Den Kurs halten, Mazat. Man kann auch Leute aus den Kanonen rausballern, echt? Ja, ja, genau, das machen wir dann ein bisschen gleich. Links. Ja, Backboard, ne? Ja, ja. Backboard, genau. Also echt schwer, die Harpune zu steuern. Also mit der Harpune... Was kann man denn damit fangen mit der Harpune? Ich glaube, du kannst Sachen, die im Wasser schwimmen, kannst du halt so ranziehen. Ich war das gerade auch. Und du kannst aber auch andere Schiffe ranziehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in so einen Schiffkampf kommen, und wir wollen die kapern, dann können oder entern, keine Ahnung. Dann können wir uns an die ranziehen mit den Harpunen und dann sind die Schiffe verbunden sozusagen. Verstehe. Ah, das bedeutet geradeaus. Dankeschön. Bitteschön. Was ist geradeaus? Der goldene Knüppel am Steuerrad. Ach echt? Das wusste ich selber auch noch nicht. Ist es normal, dass in diesem Totenkopf so das Licht so glüht auch zwischendurch so ist? Ja, ja. Ganz normal, ja. Das ist ganz normal. Okay. Oh, guck mal, das Wetter wird geil. Ja, voll schön. Ich sehe tatsächlich nicht viel durch die Plan, also müsst ihr mich ein bisschen leiden, falls. Ja. Können die ein bisschen hochfahren? Du kannst auch einfach, also du steuerst genau drauf zu, du kannst auch kurz vom Steuer weggehen und einfach noch ein bisschen gucken oder so. Wir müssen eh nur geradeaus fahren. Leute, Freestyle! Ey, wie geil das Wasser aussieht. Das sehe ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich richtig so, als wäre ich auf hoher See. Ja. Das ist voll krass. Das ist echt cool, ja. Richtig cool. Das war dein erster Urlaub. So richtig heftig. Ja, Mann! Voll schön mit euch, wirklich. Hättest du mich besser vorstellen können. Gut siehst du aus. Oh, da sind so voll viele Vögel. Haben die was zu bedeuten? Nee, nee. Vögel sind nicht echt. Ein anderes Schiff? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, sie sind kennt das Schiff. Da, wo die Vögel drüber sind. Ah, das, so ist, ganz das stimmt. Das ist ein gekentertes Schiff. Das kann. Okay, Gefängnis geht. Escape. Escape. Weiter. Das Schiff kann man looten. Wir könnten da hinfahren und das Schiff kurz looten. Da kann man reintauchen, da gibt es Schätze drin. Oh.
Also wir können kurz einen Abstecher dahin machen, wenn ihr wollt. Vote to log in the brig. Ja, genau das. Warte, wo geht das? Was wollen wir machen? Ich halte das Schiff. Ach, das Schiff da? Zum Wrack da hinten? Ja. Aber wir können auch zu dem Totenkopf weiter. Ich wollte nur wissen, was das ist. Ja, wir sind jetzt schon dran vorbei. Ist nicht so schlimm. Können wir auf dem Rückweg vielleicht ja machen oder so. Ja, beim nach Hause fahren. Genau. Oh. Du hast brutale Waden. Ich? Ja. Danke, Mann. Jahrelang trainiert. In-game auch. In real life habe ich richtig, ich habe so Storchenbeine. So. Irgendwie sind wir so langsam, oder? Aber die Segel sind noch im Wind, oder nicht? Das letzte nicht, das hinterste nicht. Ach, das ist dann doch eins. Mhm, genau, wir haben drei Stück. Wir haben drei Segel, wir sind. Genau, wir sind drei Master. Wir sind das größte Schiff, was es gibt in dem Spiel. Das ist ja auch random, ne? Was man kriegt. Je nachdem, wie viel Crew Hallo? Du bist, ne? Wenn du, wenn du als Single-Person reingehst, kriegst du auch so eine Mini-Koje. Aber das Schiff zum Beispiel, das könntest du alleine ja fast gar nicht fahren. Deswegen zu viel kriegst du immer das hier. So, der Totenkopf ist noch da, aber jetzt sind hier überall Felsen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, Maluna. Okay. Also, du bist am Steuer, ne? Ja. Fahr mal so ganz leicht Steuerbord, aber so ganz leicht. Oh. Maluna? Ich kann natürlich auch so ein bisschen Speed rausnehmen, oder? Dann ist es einfach. Ja, aber dann ist es aber nicht so geil. Ja, okay, ist da recht. Das ist nicht so gefährlich. Ja, ist nicht so geil. Ja. Können wir Licht einfach die ganze Zeit anlassen, ja, oder? Ja. Ist ausgemacht. Also wir müssen kurz Weil es ja hell. Anmachen. Ihr könnt es anlassen, das verbraucht sich nicht. Nur nachts will man halt oft mit Licht ausfahren, damit andere Schiffe einen nicht so schnell spotten. Mhm. Das ist ja. Smart. Mhm. Aber was, wenn ich will, dass die anderen Schiffe uns spotten, damit wir die wegmachen können? Das dann natürlich wieder Counterplay, ne? Jetzt mal hart, so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fahr mal so. Ich mach mal Kompass. Gleich. Warte mal, Kompass. Backboard, oder? Kompass. Ein bisschen zu dem. So ein bisschen an Norden. Genau. Bisschen Ost. Versuch mal so östlich zu fahren. Also genau auf Osten. Okay. Warte mal. Ist relativ genau im Osten eigentlich, oder? Ja, so Süd-Südost. Nee. Ost-Süd-Südost. Du hast es versucht. Ja, I tried. Der Totenkopf ist schon fast weg. Heißt es, dass es schon vorbei ist? Können wir nichts mehr machen, oder? Lass aber trotzdem hin. Ja, bei dieser Insel dann da? Nee, wir fahren da trotzdem einfach hin, oder? Ja, wir fahren auf jeden Fall hin. Wir fahren vor allen Dingen in die Steine vor uns gleich. Was? Oh, ich passe gerade nicht auf. Les, guck! Ja, ein bisschen mehr Steuerbord. Nee, alles gut, ist auch gut. Aber ist nicht und dann bist easy. Du schon dabei. Ja, kein Problem. Ah, Witz. Kommen wir da ein bisschen gegen? Wir sind auf einem guten Kurs. Ja. Machst das, was ich mal sage. Danke, ich glaube so. Was ist denn? Mann, ist das Steuerbord? So Steuerbord von uns? Ist so ein Schiff? Ja. Oh ja. Was ist denn das? Ja, das ist ein Einmaster. Das sind zwei Schiffe hintereinander. Mhm. Zwei Einmaster. Oh. Warte, ich mach hier so. Einmaster bedeutet, dass da eine Person drauf ist. Nein! No, you know. Jetzt. Ich snipe ihn weg. Die Schüsse fallen voll krass ab nach einer bestimmten Distanz. Du musst halt weit drüber schießen. Ja. Der kommt auch noch, oder? Der kommt zu uns. Ich glaube, der fährt zu uns. Der kommt zu uns? Oh, fuck. Wir müssen hier aufpassen. Wir müssen hier zur Insel, ne? Das ist die Insel, aber seht ihr diese komischen Türme, die da dran sind? Da sind Kanonen drin, die schießen auf uns. Wir müssen also versuchen. Wir müssen hinfahren. Genau, lass auf die Rückseite fahren und da Anker setzen. Dann gehen wir von der Rückseite da dran. Also jetzt Steuerbord langsam. Was ist mit dem Einmaster? Das kleine Ding rennt uns ja voll hinterher. Das kleine Schiff kommt. Die wollen uns. Entgegen. Aber den zerstören wir einfach. Ja. Also, wir machen es immer so. Genau, einfach so quickscopen, auf den Kopf schießen und dann Schwert rauspacken, alle drauf. Am gut. Und zwischendrin immer Bananen essen, wenn ihr könnt. Der schießt auf uns, oder? Wir haben Loch. Okay, unter Deck. Ich mach Holz. Wir haben Loch. Ich mach Holz. Alles gut. Wo ist das Loch? Ja, genau. Machen wir hier das Loch, genau. Ich brauche Cannonballs. Okay. Ich lade Cannonballs nach. Ah,
Perfekt. Boah, ich hab. Geil. Ich hab reparieren. Okay, ist da hinter uns. Weiß nicht, ob wir Anker setzen sollten, wenn wir mit dem Typ kämpfen. Wo ist denn der? Musik ist. Nee, der Turm hat auf uns geschossen. Ach so, das war der Turm. Ja, dann Anker. Anker einfach. Anker. Ich mach mal, schnell. So, let's go. So, hier dürfte uns kein Dings treffen. Da schießt gerade einer. Da schießt einer. Boah. Wer denn? Gerade vorbei. Das war der Kanonenturm schießt auf uns. Seht ihr den? Also. Immer noch? Ja, der schießt auf uns. Der kommt ja nie im Leben hin, oder? Nee. Ah, der ist so knapp. Meint ihr, wir können den abschießen? Wartet mal, kann ich ihn abschießen? Nee, wir kommen da nicht rüber mit den Kanonen. Nee, ich komm da echt eher nicht. Es ist so wild hier, ich verstehe gar nicht. Also wir sind geankert, Maluna, du kannst jetzt runter, genau. Kannst du mal lenken mit dem Anker? Du kannst trotzdem nur lenken, glaube ich. Ja. Glaub nicht. Ja, komm mal hin. Wir könnten einfach runtergehen. Nee. Ist hier ein Schiff, was uns kapern will? Nee. Wo ist das Kleine hin? Da ist noch ein anderes Kleines, und zwar auf der linken Seite von uns. Ist ganz weit weg. Mm. Aber das ist echt weit weg. Glaube ich nicht. Das andere Kleine sehe ich nicht. Also wenn wir Pech haben, könnte es sein, dass während wir versuchen zu looten, die unser Schiff klauen. Matteo, das andere Kleine steht hinter dem Stein da hinten. Vielleicht lurkt der gerade? Siehst du das? Ja, ich sehe es auch. Der versteckt sich. Ist den Mast oben? Ja. Mhm. Okay, wollen wir faken, dass wir runtergehen? Also wir springen jetzt hier vorne runter, alle. Und dann schwimmen wir, tauchen wir zurück und gehen aber wieder an Deck und gehen unter Deck und warten. Das ist vielleicht... Okay, dann springen wir drauf. Jump raus. Okay, ich tauche jetzt aber hier unten wieder rein. Der kommt jetzt, ich bleib mal hier. Ja, bleib du mal da alleine, als wenn du alleine wärst. Kommt der Vlesk? Der lurkt. Ja, der fährt hier hinten so ein bisschen rum, auf jeden Fall. Ja. Ich warte mal hier am Schiffsrand. Ach, ich glaube, der kommt. Kann man sich ducken, lieber? Nee, glaub nicht. Nee. Oh, diese Steine sind so tricky, weil er sich so gut dahinter verstecken kann. Guck jetzt mal. Der kommt aber nicht, oder? Ich weiß nicht, ob der auf der uns zufährt. Der fährt irgendwie so in die Insel rein gerade. Ja, der chillt, glaube ich, einfach nur. Vielleicht kann er durch die kleinen Schlitze durchfahren. Nee, da ist kein Platz, oder? Nee, da ist, glaube ich, kein Platz. Durch? Also ich glaube, der hängt da fest, oder? Maybe? Ja, lass ihn ignorieren. Lass einfach die Insel looten, komm. Sollen alle raus? Wollen wir es rausschießen? Ah, geht nicht, weil die Kanonen falsch stehen, ne? Können wir da einfach schwimmen? Ja, wir können einfach schwimmen, ja. Einfach rausjumpen. Warte, ich lass die Kanonenbälle mal, ja. Ich überlege aber, ob es vielleicht geil wäre, wenn wir das Schiff ein bisschen näher dran hätten. Ah, Chat sagt, das ist ein NPC-Schiff. Ah. Okay. Ja, das Ding ist, wir könnten mit dem Schiff noch ein bisschen näher ran, aber dann kommen wir vielleicht hier in diese Felsen rein. Ja, vertraust du meinen Drift-Künsten nicht? Ich könnte das richtig gut dann manövrieren. Du kannst es machen, wenn du willst. Soll ich? Ja, wir sind halt wirklich weit weg. Ja, versuch mal ranzufahren. Okay. Aber ich kann nicht alleine, dann. Doch, Solo-Auftrag, das schaffst du. Also einfach Anker rein, fährst ein bisschen los, dann Anker wieder ziehen, okay. Das klappt. Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja, da kann nichts schief gehen. Okay, ich mach das jetzt. Nice. Kannst einfach dein Schwert im Wasser ziehen. Kannst die Pistole im Wasser ziehen. Geil. So, ich kann hier gar nicht drauf. Ich hänge. Okay, Leute, kommt nicht zu mir, da könnt ihr feststecken, ich komme wieder zurück. Ja, wir sind das Scheiß hier. Wir müssen vorne drauf. Ich glaube, lass mal zurück zum Schiff. Das ist kacke so. Oh, shit. Ja, sorry, aber wir müssen zum Schiff, dann fahren wir außen an eine Bucht ran. Mhm. Dann müssen wir aber direkt alle Kanonen clearen, die auf uns schießen, weil sonst kriegen wir aufs Maul. Wir können ja einfach so machen, dass wir die Segel fast ganz hoch machen, damit wir nur ganz langsam fahren. Und dann können wir ganz langsam uns annähern. Ich schlug so viel Salzwasser hier gerade. Ja. Ein Segel hoch. Mund auf. Was? Was? Ich bin mir hier gerade Backseat gamed. Wenn ich den Segel hoch machen so. Ah! Der schießt auf mich! Ja. Mit W und S kannst du die hoch und runter machen, Maluna. Mit W? Mit W und S. Nee, sie macht gerade den Anker hoch. Achso. Muss so einen Ticken leiser machen, glaube ich, ansonsten hört man euch nicht so gut. Okay, bevor wir den Anker ganz einfahren, sollten wir, genau, lenk mal ganz hart nach Steuerbord. Genau, wir fahren jetzt um die Insel rum, ganz langsam. Fahrt mal die Segel fast ganz rein. Ich mach das. Aber hier sind ja gar keine Kugeln mehr drin. Die hole ich mal eben. Ja, kannst du machen.
Fahr die Segel mal nach oben. Damit will ich nur so ganz langsam fahren. Okay, genau. Oh. Genau, Maluna, fahr einfach so um die Insel rum. Game ist so nochmal laut. Soll ich es leiser machen? Ja, mach leise. Okay. Also wirklich mega laut, wenn diese, an, diese Musik angeht, ne? Spannende Musik angeht, ja. Also wir wollten langsam fahren, ne? Da kommen wir ja noch nicht hin, glaube ich. Bringt's nicht. Okay, Maluna, bretter mal richtig hart um die Ecke, sonst kommen wir da nicht hin. Backboard ist eingeschlagen. Nice. Geil. Schwimmer schießen nicht, wenn man nicht auf dem Schiff ist anscheinend. Ach so, das heißt, wenn wir einfach nur rangehen und einfach parken ja. Und runtergehen. Okay, alles klar. Müssen wir schnell runter dann. Ja. Weil es wird doch noch Nacht, ey. War der Tag nicht irgendwie voll kurz? Ja, war schon relativ lang, denke ich. Ja. Okay. Oh oh. Was denn? Ah, trifft nicht. Ah, trifft nicht. Der trifft nicht. Der trifft nicht. Oh, da kommt eins richtig. Okay, und jetzt wieder geradeaus. Oh! Der hat mich hier runtergebumst! Getroffen. Der hat mich halt runtergeschossen! Ich drauf zu. Oh fuck, ich glaube, der trifft! What the fuck? Kannst du noch ein bisschen Steuerbord, damit wir da selber drauf schießen können? So, wir fahren halt so richtig geradeaus drauf zu, ne? Okay. Ich hab diese Kugel beobachtet, einfach aus der Luft, und ich so, warte mal. Also, ich dachte nicht, dass ich. Ich glaube, da kommt noch ein. Ja! Ja, ja, das war auch nicht schlimm. Hab ich gedodged. Oh mein Gott, ey. Ist das Bund kaputt? Nee? Oh, doch. Mhm, ja. Ich repariere, alles gut. Kein Ding. Ich weiß da gar nicht, wie man mit den Dingern zielen soll, so vernünftig. Hey, ich wurde noch nie von einem Schiff runtergeballert. What the fuck? Hier läuft schon mal Wasser rein, Alter. Oh, mach, ihr müsst Löcher, wenn es geht, schnell stopfen. Ja, hier ist ein Loch direkt vorne. Ist, Loch? Ist ja alles daneben hier, ist voll schwer zu treffen mit. Und wenn das. Ja, ist echt schwer zu treffen. Oh, ich sag schon, ihr müsst Eimer, holt ihr Eimer raus und schafft das Wasser da raus. Junge! Also eine Person muss Löcher aber zumachen. Wenn ich treffe, passiert ja gar nichts. Bless, du musst helfen, dir saufen. Ja, wo denn? Eimer holen und dann ganz runter gehen, Wasser rausholen. Wo ist der Eimer? In deinem Inventar, Junge, das ist nicht wahr. Mann, und ich schwimm unserem Schiff hinterher. Wir sind so eine scheiß Crew einfach. Oh Mann, ey. Scheiß drauf einfach. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also Eimer hast du ausgewählt? Ja. Okay, und dann einfach, wenn du zum Wasser gehst, drückst du halt linke Maustaste. Dann nimmt er das Wasser auf. Ich steuere da jetzt weg. Wir bauen eine Pause. Und dann gehst du auf über Deck und wirfst es über die Plan, also über Bord. Wir müssen die Löcher doch erstmal flicken. Ja, auch. Also beides. Ich mach den Eimer gerade, aber irgendwer muss ja die Löcher flicken. Ich mach Löcher. Gut. Oh, da bricht ein Vulkan aus. Ignorier den Vulkan. Hä, aber ihr fahrt ja gar nicht zur Insel hin, ihr fahrt ja weg. Ja, weil wir wären halt ein bisschen gefickter. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wir können auch wieder rein. Ah, ich warte jetzt auf die Meer, Jungmann. Wo ist mehr, Jungmann? Repariert das Schiff. Oh, ich kenne ihn mehr. Oh, da ist er. Okay, ich hab ihn. Oh, Junge. Oh. Junge, warum sind denn hier so viele Löcher? Oh, ich sehe noch eins. Weißt du, das ganze Wasser ich raus hab die ganze ich Zeit? Hab das. Wow. Ja, hier ist, die haben mir nochmal reingeballt. Also wir müssen echt mal hier aus dem Schussradius raus, glaube ich. Ja, ich säge komplett raus, hi. Keine Sorge. Geil. Ich habe keine Bretter mehr. Was machen wir, wenn wir keine Bretter mehr haben? Dann sind wir tot. Dann sind wir tot. Oh. So, ich komme mal mit runter. Sind noch Löcher hier kann drin? Kann ich die rannallen? Ja. Wo ist der Eimer? Hier. So, sieht aber auch schon gut aus. Ich hab das schon gut gemacht. Das ist so wie Tesaband einfach. Nee, hier. Nicht Tesaband, so. Ausstrips. Dieses komische. Ja, genau, einfach drüber. Ja, einfach Taktik drüber. Hält schon. Haben wir noch ein Loch? Nee, ne? Sind alle Löcher geflickt? Yo, alles weggeflickt. Dann können wir wieder zurücksteuern. Ja, passt alles. Jetzt ja. So, ich alright. Mach hier einen 360. Reicht das oder ist das zu knapp? Ja, schaffst du. Voller 360. Hau rein. 180 wäre aber noch geiler eigentlich. Ja, das ist geflickt, ja. Easy peasy. Sag mal, ist der Raid noch da? Mann, seht ihr den Totenkopf irgendwo? Matteo, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Totenkopfinsel zu krass ist für uns. Nein! Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Er bricht übrigens so einen Vulkan aus.
Also zum Vulkan will ich nicht fahren. Ja, ich auch lieber nicht, aber ich glaube. Also kann es sein, dass der Raid vorbei ist? Oh, nee. Das ist gut. Der Totenkopf ist da. Let's go. Komm, wir fahren jetzt aber drauf zu. Du nur weg. Also wir machen es jetzt weil so. Weil wir so dran sind, oder? Ja, genau. Also Maluna, du fährst jetzt voll auf die Insel zu. Im letzten Moment ziehen wir den Anker und dann springen wir alle runter vom Schiff. Weil wenn wir voll drauf zufahren, trifft uns keine Kugel, weißt du? Weil wir zu schnell sind. Da ist so eine kleine Bucht und da müssen wir einfach geradeaus drauf zu. Genau. Ich sag dir mal genau den Kompass. Und zwar, du fährst genau auf Südost. Okay. Genau Südost, genau geradeaus. Volle Pulle. Okay. Ja. Bless, wo meinst du, wo ist diese Bucht? Links oder rechts? Nee, hier geradeaus. Geradeaus. Maluna, das ist nicht mehr Südost. Das ist nicht mehr Südost. Ja, da war so eine kleine. Aber jetzt geradeaus. Jetzt einfach geradeaus, Maluna, dann fährst du gut. Glaube ich. Vorhin habe ich die noch gesehen, aber irgendwo hier auf der rechten Seite war so eine kleine Bucht. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall an Land laufen. Okay. Und ich glaube, ich sehe auch keine anderen Schiffe. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die das gerade hier versuchen. Kann einer an den Anker gehen und ich sag, wann er gezogen werden soll? Ah, klar. Jo, ich stehe schon dran. Okay, dann haut ihr mal jetzt schon rein in den Anker. Und Maluna, lenk mal links oder rechts irgendwie. Nee, ich brauche die Leute am Anker. Ich krieg die nicht schnell. Ist gut, du musst ihn nur einmal an. Du musst ihn nur einmal ziehen, dann fällt er runter. Ja, so, wir parken. Ich finde, wir parken perfekt. So, einmal ganz kurz checken, ob wir Löcher haben. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich mach mal ganz kurz, weil wir wollen nicht voll laufen, während wir looten. Nee, Schiff sieht geil aus. Okay, alle runter. Also das Schiff gerade so. Ihr könnt mal Munition noch einmal auffüllen, damit ihr noch genug habt. Und dann gehen wir vom Schiff runter und dann kämpfen wir. Let's go. Okay. Die Musik ist ja mehr. Ich hab Puls von 200 hier. Ja, Mann, von hier hätte ich gar nicht mehr aufgehört. Ja. Jetzt ist schöne Musik. Okay. So, jetzt sind wir auf der Insel drauf. Das ist so ein Piratenfor. Lass mal alle rein. So schöne Pflanzen. Ja. Also, soweit ich das weiß, kommen jetzt hier mehrere Gegnerwellen. Wir müssen immer versuchen. Oh, hier sind schon welche. Okay, fightet erstmal einfach ganz normal. Ich bin tot. Gut job, Matteo. Ja, die prügeln ja komplett rein. Ja, ihr müsst aufpassen. Halt euch immer wieder hoch. Wir können essen mit. Ja, das ist nicht gut. Hier gibt's aber auf der Insel was. So. Auf der Insel gibt's immer was. Ich hab keine Aim. Du bist ein Crosshair. Ja, ich auch. Ich schieße erstmal, aber ich habe ja nur 5 Schuss. Ja, man kann es ja auffüllen. Schau mal, geh mal in die Barrels. Da findet ihr immer Sachen drin. Aha. Es gibt auch so richtige Munitionsauffüllsachen. Also, wenn die sind. Hast du's gefunden? Mhm, hier. Ja, ich bin zu Baso gelaufen. Wo ist Maluna? Da. Hier. Genau, kommen wir alle zu Maluna. Dann haben wir. Lass uns hier unseren Hub machen, dass wir immer hier auffüllen. Weil da ist unendlich Munition drin, sozusagen. Da können wir immer ballern. Warte, wie kriege ich Essen gleich noch und wie stopfe ich mir das rein? Du Q und dann oben. Ich hab Holzbretter gefunden. Und dann hast du Essen in der Hand. Also Q drücken, dann oben auswählen. Kannst auch 1 drücken, glaube ich. Nee, nicht 1, 2, 3. Oh, ich bin hier gerade kaputt gehauen, glaube ich, von irgendeinem. Lass nicht sterben. Ich bin gewundert, wo die sind. Renn erstmal weg, wenn du low bist. Oh, ja, Junge, der schießt ja auch. Ja, mega low. So. Hoppa, hoppa. Keine Probleme. Nee, komm, lass mich. Oh. Ich bin richtig low, scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Ich und meine Banane. Ja, wenn ihr keine Muni habt, erst entweder auffüllen oder halt mit dem Schwert erstmal ein bisschen kämpfen. Kommt von hinten einer. Ja. Wenn wir zu viert immer auf einen Fokus feiern, dann haben die eigentlich keine Chance. Oh. Ich komme mit dazu. Ich kann nochmal Muni aufladen. Was ist Rechtsklick? Rechtsklick ist parieren, oder? Ist blocken, ja genau, aber benutze ich eigentlich fast nie oder habe ich noch nie benutzt. Okay. Genau, immer Full HP gehen, wenn es geht. Und wir müssen auch mal gucken, wo wir Bananen finden können in diesen Fässern, ne? Ja. Das ist mit dem Schwert. Genau. Junge! Was war das? Ich habe hier eine Fliege im Zimmer. Was? Ich dachte gerade, was ist. Du bist gestorben. Wo müssen wir hin? Gehen wir hier hoch, oder? Ich hole hier nur Munition. Also, ich glaube, das war jetzt Welle Nummer 1. Es kommen auch noch mal... Ein bisschen sauer, glaube ich. Ja. Oh, jetzt kommen richtig viele.
Oh fuck. Ja, ja, bearbeite die mal. Es gibt Gegner, die kann man einfach so nicht damagen. Da muss man erstmal Wasser draufschütten oder so, wenn die aus Metall sind zum Beispiel. Und ich glaube. Das ist Flynn der zweite, ja. Oh, sorry. Ja, ja. Okay, läuft aber ganz gut gerade. Das klingt so geil, wenn er die Banane isst, ne? ASMR. Ja. Hier noch jetzt einer. Okay. Die Wave haben wir geschafft. Okay, nächste Wave kommt, glaube ich. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Spawnen die unten? Ich schwöre, Flynn. Da hinten ist ein Schiff, ne? Ja, da unten kommen die, in der Mitte. Oh ja. Ja. Und zwei Stück. Schiff kommt, glaube ich. Nee, das fliegt gerade weg von uns. Irgendwas schießt doch da, oder? Warte mal, schießt die Kanone auf unser Schiff? Ich weiß es nicht. Kann man die Kanone kaputt machen gehen? Oh, ich kann nicht schießen. Shit. Lol. Let's go. Oh, der ist aus Metall und den kann ich nicht. Der kann nicht gedrückt. Genau, dann müsst ihr. Oder ich glaube, die halten dann mehr aus. Ich weiß es nicht genau. Ah, okay, ja. Aber die aus Metall mehr aus, kann man damagen, wenn man. Oh. Oh nein, ich hab keine Muni, ui! Oh, das sind viele. Kleiner Affe. Warum bin ich so langsam plötzlich? Warum bin ich so lang? Ich sterbe, Leute, ich sterbe, wirklich. I got you. Let's go, David. Oh nein, Maluna. Ja, aber Maluna, du kannst, glaube ich, respawnen, solange von uns noch welche leben. Aber jetzt müsst ihr echt am Leben bleiben. Könntest du ja reviven hier. Ach, ist auch? Geil. Hast du? Das wusste ich gar nicht. Ja, nice. Dankeschön! Ich habe keine Bananen mehr. Habt ihr noch Essen? Hier im paar Kisten liegen, glaube ich, noch Sachen, ja. Ja, da muss ich mal welche holen gleich. Lol. Ich habe auch nichts mehr zu essen, oh no. Ich mache ja gar nichts hier. Let's go. Ja, stimmt, was ist mit dem? Oh, ich habe keine Muni mehr. I need to go. Hä? Oh, hey, was geht? I have no bananas and I am low happy. Warte, kann ich. Ist doch was anderes außer den Decker irgendwann so? Also den Säbel? Links klickt hier nur die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, ob es noch andere Waffen gibt, um ehrlich zu sein. Irgendwas schießt hier noch auf euch, oder? Ich hab ja, Essen in das Fass gemacht, neben der Munitionskiste, Maluna. Oh nein! Ich muss auch was essen, actually. Ich muss auch was essen. Wo habt ihr die gefunden? Wo habt ihr das Essen gefunden? Hier in der Mitte, sind so ein paar Fässer. Warte mal, ganz kurz. Ist unser Schiff inzwischen gesunken einfach? Nee, ne? Weiß ich nicht. Achso, ich hab... Könnte sein. Warte, ist das Blaue da unser Schiff gewesen? Wo der Nebel herkommt? Ja, unser Schiff ist einfach gesunken, während wir hier... Ja, aber weil das so nah dran war, die ganzen Kanonen haben das bestimmt die ganze Zeit Ja, aber ich dachte, oder? Das schießt nicht, wenn, wenn wir vom Schiff runter sind. Ich hab mich angelogen. Tut mir leid. Okay. Oh no. Ups. Ja, dann müssen... Was machen wir denn jetzt? Jetzt wohnen wir hier. Jetzt wohnen wir hier. Das ist unsere Insel. Ja, okay. Dann nehmen wir denen alles weg, was, was sie hier haben. Alles, was ihnen lieb ist. Oh, ich sterbe. Oh, Junge. Beruhigt euch. Oh, ich bin auch low. Wenn ihr das in meinem Chat geschrieben hat, bitte einmal finden und bannen. Auf Lebenszeit. Dankeschön. Auf Lebenszeit. Aber was... ich weiß echt nicht, was jetzt der Plan ist. Was macht man denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Wir warten einfach, bis uns jemand abholt hier, oder? Ja, oder kriegen wir ein neues Schiff einfach? Jemand kann ins Wasser springen und warten, bis man beim Schiff spawnt. Bei welchem Schiff? Beim neuen, oder was? Oh, ich bin low, ich bin low, ich bin low. Oh, ich auch. Oh, fuck. Hinter dir, Maluna! Oh, ich hab's gedutscht. Let's go. Die Shotgun ist ja so geil. Warum bricht hier einfach Vulkan auf der Insel aus? Oh, ich bin richtig, oh, ich bin gleich tot. Was ist denn hier los? Oh, Junge. Aber was bricht hier aus? Gerade aus auf der Insel. Vulkan. Oh, Junge. Wie schützen wir uns davor jetzt? Weiß ich nicht. Aber ich bin low HP. Was machen wir jetzt? What the fuck? Die ganze Insel bricht einfach zusammen. Ich hab's noch nie gesehen, keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht richtig bewegen. Boah. Das sind so die heißen Quellen so. Kein Ding. Keine Sorge. Ganz normal. Oh. Hm, ist echt ein schöner Urlaub bis jetzt, also ich weiß nicht. Ja, doch. Auf jeden Fall ereignisreich, oder? Ja, ja. So. Schon mal machen. Okay, warten wir, bis es vorbei. Ja, müssen wir ja. Also bei mir schreibt jemand, dass es nicht abgeschossen wurde, sondern dass da noch ein Loch war und es gesunken ist. Wir haben noch extra geguckt. Ich war extra unter Deck, da war alles trocken. Und da ist auch kein Wasser mehr reingeflossen. Kommt man dann hier runter? Einer holt das Schiff wieder per Meerjungfrau. Okay.
Also das heißt, wir machen aber erstmal hier die Quest zusammen und dann holt einer das Schiff. Was soll denn diese Eruption? Ach scheiß drauf, ich laufe durch. Können wir hier runterhüpfen einfach? Oh nee, das sieht mir gut. Das können wir später mal versuchen runterzukommen, aber jetzt gerade nicht, glaube ich. Ich lauf da nicht durch. I don't recommend it. Halt sich HP von selbst irgendwann wieder nähen, ne? Ich wollte nur was zu essen suchen. Ja, laufen wir doch nicht reinlaufen wahrscheinlich, oder? Nee, ich lauf nicht da rein. Nee. Ich wollte nur was zu essen suchen. Hier gibt es denn eine Munitionskiste? Wo es die gibt? Na, hier gibt's ja eine, hab ich ja, genau, gesagt. Ja, genau. Oh, halt hier kommen neue Gegner. Oh, die sind aus Gold. Das sind krasse dann wahrscheinlich. Das sind die, die man rosten lassen kann. Wir brauchen Wassereimer. Ich glaube, die kann man nicht einfach so abschießen, soweit ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Doch, gehen die doch? Geht. Ah, cool. Ja, dann ist easy. Wir haben die auch, ja? Ich glaube, Malone hat einen gekillt oder zwei schon. Ja, ja. Ich habe gerade zwei kaputt gemacht. Ich habe gerade ein Fass zerschossen, was er aufgehoben hat. Ha, stupid. Dann snipe ich die jetzt einfach weg. Ja, ja. Also wenn die Fässer tragen, dann ist ja easy. Deed complete. Ich hab irgendwas bekommen gerade. Burn a group of three skeletons at the same time. Ah ja, okay. Haben wir jetzt unsere Task beendet quasi? Nee, das hier ist ja im Prinzip... Das ist so eine Art Achievement quasi. Ja, genau. Oh Mann, bewegt er sich gerade, ey. Sind da unten noch welche, oder was? Ja, hier bei Dings noch einer. Bei mir? Ah. Kann man irgendwie sprinten oder läuft man ja, immer mit Shift. Ich schieße voll daneben die ganze Zeit. Oh, hier spawnen schon wieder neue. Mit Rechtsklick kann ich zielen. Ah. Ich habe so spezielle Kugeln gefunden, die wir in unsere Kanonen machen können. Die einfach so Stuff machen wie, dass die Gegner einschlafen und so. What the fuck? Das ist ja mega cool. Ja, genau. Es gibt auch so Kugeln, da sind so Ketten dran. Also Kanonenkugeln, da sind Ketten dran und dann reißen sie so den Mast ein und sowas. Machen mehr ich Damage. Ich habe so eine Erschöpfungskugel gefunden. Oh oh. Voll cool. Also mit dem Scharfschützengewehr mache ich ja gar keinen Schaden. Oh, ja, Headshot machst du, glaube ich. Also. Echt? Ja, also man muss schon ein paar Mal reinschießen. Ich wieder hoch. Hui. Oh nein. Junge, kommt wieder um. Gefühlt gar kein. Oh, hier. Nee, ich nehme den. Wir können den Säbel auch nehmen, wenn ihr wollt. Das macht ja keinen Sinn. And I'm dead again, no! Oh, ich bin auch tot, ich bin gleich tot. Will jemand mich wiederbelebt? Oh, ja, ich versuch's zu holen. Oh, ich bin 1 HP, also wirklich 1 HP. Und ich hab keinen Schuss mehr. Komm, wir zurück. Danke. Dummer Schuss. Komm ich denn nie wieder runter? Wie bin ich denn nie hochgekommen? What the f. Ah. Hab ich Schuss? So. Oh. Hey, kann man auch no-scopen eigentlich? Also mit dem Säbel ist es ja viel leichter so. Ja, ja, eigentlich schon. Stimmt schon. Oh, hier ist ein Typ vor mir. Bin tot. Ich habe Essen ins Fass gepackt, falls ihr braucht. Okay. Oh, Matteo. I help. Ja, Base holt mich. Warte, ich mach erstmal den hier weg. Danke, danke. Ganz schön. Umgepumpt. Hier unten sind auch noch Sachen. Let's go. So. Ja, easy. Hier ist eine Tür mit einem Totenkopf drauf. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Ja, genau. Wenn wir alle Wellen schaffen, dann kriegen wir einen Schlüssel zur Schatzkammer. Soweit ich weiß. Es gibt noch Essen unten, oder, Malone? Ja, da ist auch noch hier ein Post. Ja, geil. Da unten noch Stuff. Oh. Sind da unten noch Sachen? Ja, komm her. Ne, ich meine Gegner. Mit her meinst du, ich fall runter? Ich will es nicht mehr. Ich hab Essen gefunden. Meine Gegner. Oh, hier kommen neue. Bei mir ist noch mehr Essen, falls ihr braucht. Also hier bei dieser Kiste. Da wo das. Ich kann mal das Explosionsfass mit hochnehmen, oder? Oh ja. Ja, das können wir vielleicht benutzen für die Gegner. Junge, der wollte sich aber nicht wegschießen lassen. Junge, what the fuck? Treffe ich die einfach nicht? Bist du dumm dafür? Keine Ahnung. Ich finde das Aim hier auch nicht. Ich glaube ich. Hä?
schieß einfach in seinen Kopf rein oder der. Oh, okay. Ja, man, ich glaube, Headshotten braucht man die gar nicht versuchen sollen. Oh, ich bin gleich tot. Ah. Oh, er brennt. Oh. Ich rette dich, Matteo, warte! Ja, rette mich! Komm her. Ich treffe einfach die ganze Zeit nicht. Du kriegst einen Hitmarker, wenn du triffst, also. Geil. Nice. Okay, nächste nice. Welle. Headshot macht keinen extra Schaden. Echt nicht? Aber nicht mehr. Wann mal ich jetzt? Weiß ich nicht. Vertrau nicht auf den Chat. Ich glaube echt, wenn die spawnen und wir gehen zu dritt mit Drebel oder zu viert mit Säbeln drauf, sind die Insta-Hit. Also Insta-Weg. Ja. Ja, ja, let's go, komm. Wir kommen hier raus, bevor der überhaupt gespawnt ist, er down. Spawn-Camp. Ah, wie oft müssen wir das jetzt eigentlich machen? Also, ah, das weiß ich nicht. Jetzt kommt dann irgendwann so eine krasse Welle oder so. Oder gibt's irgendwie, oder spawnen die unendlich? Nicht einfach den Boden umgraben, die kommen ja aus dem Boden. Ich schaufel einfach rein hier. Aufschießen. Okay, ich soll sagen, dass das Riss im Scope des Fadenkreuzes ist, aber ich denke, das haben die verstanden. Ich glaube, das haben alle verstanden. Ja, denke, das kann man auch nicht falsch verstehen. Danke trotzdem. Oh. Oh. Oh, unten spawnen viele. Oh, die Truhe ist verloren gegangen, steht da. Ja, the chest was lost, was heißt das? Vielleicht, weil wir zu schlecht waren. Nee, wir killen noch die ganze Zeit. Nicht. Wir haben noch nicht. Muss man einfach. Ist es ein Timer quasi? Und das Schiff ist unterher. Ja. Ach so, die Chest auf dem Schiff. Ach so. Die lag im Wasser. Ah, ja, ist aber auch egal, ist nur eine Chest gewesen. So, ja, das juckt ja nicht. Wir kriegen hier viel mehr. Da war eh nur ein bisschen Gold drin. Oh, aua. Let's go. Rexvieh. So. Nice. Hier ist noch mehr Essen. Noch mehr Essen. Now what? In dieser Kiste hier ist Essen, falls ihr noch braucht. Wie machst du das eigentlich andauernd, Linda? Du sagst dann dauernd Sachen im Chat. Keine Ahnung, ich drücke einfach aus Versehen immer den falschen Knopf und dann sage ich. Look out! Keine Ahnung, sorry. I'm ready. Hier ist ein roter, das ist der Captain ist da. Wenn wir den killen, glaube ich, haben wir es geschafft. Oh, okay, alles klar. Komm mal nach oben, bitte. Kommt gut. Müssen wir den entzünden? Ich glaube, das ist ein bisschen krasser auf jeden Fall. Ich versuche mal ein Fass an den Rand zu bringen. Oh, Junge! Oh, der hat gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist mit ihm? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Junge, der hat mich geone-shottet. Das war, glaube ich, meine Schuld, weil ich hab da ein Fass hingebracht, dann hat er geschossen. Oh, der ist tot, ich bin umgefallen. Ich bin so. Nee, Maluna, nicht. Komm mal weg, Kalle. Nicht versuchen, mich zu. Ich wurde katapultiert. Lebst du noch, Maluna? Ja. Aber der Captain ist tot, ne? Ja, ich hab so Suicide-Bomber gemacht. Ich bin einfach reingelaufen und dann. Ich werd hier hochgeschleudert. Bless, lebst du noch? Ja. Okay. Ja, aber easy. Easy kill. Muss hier hoch. Oh, das Geisterschiff ist ja mega cool. Holy shit. Hi, Baso. Wir müssen hier rein, wenn die Tür gleich aufgeht. Oh, hier ist der Keymaster. Ah, okay. Alles gut, Master. Ah, du musst dir diese Nachricht hier ansehen am Rand. Und dann einem Fein drücken. Voll da. Oh. Master, lauf! In den Strudel. Oh, das ist schwer wegzulaufen jetzt, ne? Oh, na, Baso, wir müssen jetzt zu zweit unser neues Schiff zu Vlesk und zu Maluna bringen. Oh mein Gott. Okay. Wie schnell ist der? Viel Erfolg, Matteo, ich bleib hier. Nein, du musst mit. Alleine kann ich nicht. Okay, warte, ich will steuern. Okay, du steuerst, ich mach alles andere, ja? Okay, was ist denn alles andere? Okay, also Vlesk, Maluna, hört zu, ihr dürft nicht sterben. Wenn ihr sterbt, dann seid ihr bei uns auf dem Schiff, dann ist alles vorbei. Ja, ist gar nicht so leicht gerade. Ja, glaube ich, aber der Raid ist endet, wenn. Warte mal, kann ich hier rauszoomen? Wie zoomt man denn rein raus? Lass mal zu. Oh, man kann die tatsächlich nicht. Man kann die tatsächlich nicht. Da. Ah. Oh, ich bin los. Die müssen. Hoi. Ja, ist einfach Bananen und genau. Zum Kram. Wegrennen, volle heilen. Die müssen hier durch das. Ich hab kein Obst mehr. In irgendeiner Kiste ist noch. Die liegen da immer noch. Also, da war mega viel Obst noch, als ich weg bin. Ich bin bereit. Matteo. Ja, ich check nur gerade. Die irgendwie durch dieses Wasser durchlaufen, glaube ich. Wir können denen keinen Schaden machen. Ich check gerade nicht, wo die anderen sind. Das ist falsch, wo ich drauf zeige, meinen die. Warte. Wie finden wir, wo die anderen sind? Oh.
Als ob man das nicht auf der Map sieht, das ist ja wack. Au. Ich raff's nicht. Hier ist nichts in den Fässern! Oh nein! Da ist ein Schiff. Oh, was mich gemacht? Ah! Wie hieß denn, hieß das nicht? Guck doch Richtung Himmel. Schädel am Himmel. Ah, wir sollen per Himmel navigieren. Okay. Ich bin tot. Oh mein Gott. Aber hat man den gesehen bei uns, den Schädel? Warte, ich guck gerade. Ich bin nicht gerade. Oh. Ist so ein bisschen. Ah, doch, da hinten. Da hinten ist er doch. Ja, ist es der? Wir sind beide tot, eventuell. Ja, ja, ist kein Problem. Dann spawnt ihr bei uns am Deck. Aber wir waren aber fast durch, glaube ich, weil wir hatten den Captain gekillt schon. Ja, ja, da kam am Ende dieser Schlüsselmeister. Der ist ein bisschen schnell. Alright. Das Problem ist, man kann halt nichts machen, wenn da kein Wasser drauf ist auf den, ne? Und wir waren zu zweit. Ach so, okay. Ja, da war mein Suicide-Kommando, hat er gefailt. Ich habe ja Basel und mich weggesprengt damit. Ja, ich wusste nicht, dass du da so Dinge gestellt hast. Ja, ich hatte es sogar noch in der Hand. Ich wollte es gerade zu dem hinbringen, auf einmal explodiere ich einfach. So lustig. Aber wir kamen schon ganz schön weit, also wir kamen bis zum Ende. Ja, das war voll gut. So. Dass alle von uns zum ersten Mal spielen, außer Matteo? Was soll das heißen? Naja, weiß ich. Egal. Ich will steuern. Arr. Klingpistole. Ah, hier wird gesagt, ein Geysir ist unter dir hochgegangen. Deswegen ist es explodiert. Okay. Kann schon sein, ne? Ah, hier muss ich durch. Oh, da ist Maluni. Komm ran, Maluni. Huhu, Kinder, ich bin Ich finde, für unseren ersten Versuch war das richtig gut. Das war richtig gut, wie lange wir ausgehalten haben. Wir haben fast geschafft, ja. Und 2000 Skelette gekillt. Ja, wir haben unseren Schatz verloren, unser Schiff. Wir haben nichts mehr, ist eigentlich im Prinzip. Ey, aber wir haben einfach so ein neues Schiff gekriegt. Das ist ja voll gönnerig so. Ja. Cool. Vless, schöner Mond. Kommst du auf unser Schiff? Mutti. Ist Vless noch da? Bist du muted? Im Real Life. Deine Chat. Oh, ich komme. Achso, ja. Nice. Tja, kurz Chat geredet so. Mein ganzer Chat ist einfach nur, ihr müsst das machen, das muss gemacht werden, was passiert dann? Ja, ich mein Chat einfach aus. Guck mir nicht drauf. Ich kann nicht lesen. Das hilft. Besser ist es. Was ist denn die was passiert hier gerade? Was ist hier gerade? Was ist denn das für ein Erdbeben? Was ist denn das hier? Wir schätzen alle eure Tipps und feiern es sehr, aber wir wollen selbst aufs Maul kriegen. Nee, passiert denn hier gerade? Ich glaube, unter uns spawnt einfach... ein Vulkan. Schießen, sorry. Hä? Ja, ich glaube auch. Was ist das? Ist hier so ein Kraken oder so, der uns angreift? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo berichtet ein Vulkan oder so aus, ne? Ja, aber wo denn? Vor allem nur unter uns so. Ja, da ist wieder Totenkopfinsel. Wollen wir nochmal hin? Weiß ja nicht. Ja, nee, wir können was haben anderes. Wir eigentlich auf der Insel ist nichts, oder? Nee, das ist nur. Das ist, glaube ich, eine Mini-Spawn-Insel für. Okay. Also, ich weiß nicht, ob da was drauf ist, aber ich denke eher nicht. Also, ich würde sagen, wir fahren einfach los, bevor unser Schiff versinkt, einfach, oder? Ich glaube, der Kraken holt uns gerade. Nee, oder Kraken, da müssen noch riesige Tentakel raus. Es gibt riesige Kraken, die versuchen, dein Schiff dann runterzuziehen und dann musst du halt die Tentakel kaputt schießen. Könnte das sein? War das wieder so Hentai-Zeug? Nein. Ja. Okay. Achso, sorry. Vulkan bricht aus, wird gesagt. Lass uns mal am besten. Ja. Ja, lass mal den Anker lichten und dann. Ahoi, Captain. So, okay. Um zu questen, müssten wir jetzt wieder zu diesem Hub zurückfahren. Wie finden wir den jetzt? Warte mal. Ist auf der Karte, ist grün und rot, glaube ich, immer so. Ja, genau, wo diese Strahlen immer rauskamen, oder? Nee, gerade sieht man den nicht. Ich will mal nach oben klettern. Auf der Map. Vielleicht da. Outpost. Outpost heißt es. Okay, wir müssen einen Outpost finden auf der Map. Ich sehe aber keinen. Ja, aber wir wissen doch, wo der ist. Lass mich die Karte mal benutzen, geh mal weg. Ja. Wunderschöner Sonnenuntergang. Oh, ich meine Aufgang. Zoom. Achso, man muss reinzoomen, damit da was steht. Du musst schöner ranzoomen. Oder Maluna. Damit ja, wunderschön. Das verstehe ich. Komm zu mir. Jetzt. Ah. Oh, es ist wirklich schön. What da, Galeon Outpost. Da war gerade einer. Da sind zwei Stück direkt ineinander. Ah, ja, Grave Outpost. Ja, na, da könnten wir hin. Genau unter diesem Planetary Blight war das ja. Erstmal Musik im Spiel. Richtig neu. Guck mal, ob einer näher bei uns dran ist. Oh, wir sind ja übel weit weg. Ja, können wir näher dran irgendwann einen? Nee, ne?
Doch, hier. Da ist einer. Morrow's Peak Outpost. Okay, den machen wir. Das ist schon echt schön gerade. Wir müssen 180 machen und dann so leicht links. Nordwest. Nordwest. Genau, Nordwest. Okay, Nordwest. Fahren wir schon, ja. So wie die, als wenn du früher die Triangel gekriegt hast im Musikunterricht, weil du nichts anderes konntest. Ja. So, ich dreh mal die Segel in den Wind. Maluna, Nordwest müssen wir fahren. Jo, alles klar. Okay. Les, wer nimmt das gerade? Ach, Les macht, okay, geil. Ja, ja. Alles gut, ich dreh die Segel. Ich hier gerade. Ja, wir machen hier Ambiente. Dreh die Segel. Was ist für eine Musik? Kann ich auch einen anderen Song spielen? Oh! Ich pfeife! Das ist ja voll geil. Ist voll nice. Liebe ich. Einfach ein Vibe gerade. Ja, Mann. Fassen wir zusammen, was bis jetzt passiert ist. Wir sind alle gestorben. Wir haben eine Quest aufgehoben, wir haben einen Schatz gefunden, wir sind dann zu einem Endboss-Raid, haben unser Schiff verloren dabei und haben ein paar Skelette getötet. Die Segel. Wunderschöne runter, runter oder hoch? Wir sind alle gestorben. Ich lenke immer gegen, aber wir müssen ja nicht in den Felsen reinfahren. Ich lade gerade die Kanonenkugeln, so damit wir nicht nackig in den Fight reingehen. Alright, so, dann mach ich mal die Segel, ja? Fangen wir ganz hinten an. Nee, alles gut, ich kann ja auch einfach rumlenken. Ich wusste, ich dachte, wir treiben da einfach so drauf zu. So. Marmelade. Happy Birthday to you. Man kann einfach Happy Birthday spielen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Matteo Blesbas und ich. Happy Birthday. Danke. Unser Geburtstag. Weiter. Oh, ich hab reingesagt. Ja. So, nein. No. Ich weiß auch nicht, wie ich aufhöre. No, oder no, please no. So, hier lang müssen wir, glaube ich, ne? So, ich dreh rein. Ich wünschte, du könntest Despacito spielen, wirklich. Ist das gut genug? Kennst du nur? Kennst du den so? Let's go! Jawohl. Ich schmiech dich hier gerade. Okay, let's go. Jetzt haben wir volle Segel, glaube ich. Das sieht so aus, als würde er. Look at those moves. Boah, Alter, die Wellen. What the fuck? Rock and Rum. RRRRR. Hey Base, wollen wir Bier trinken gehen? Ja, ich glaube, das war alle so. Echt? Muss mal nachgucken. Oh, könnt ihr kurz. Oh, hier sind Fässer. Komm! Warte, ich hab Hune. Anker. Ich hab keins getroffen, scheiße. Anker geht raus. Boah, das Schiff zerreißt fast. Jo. Aber die sind hinter uns, glaube ich, oder? Kann man die einsammeln gehen? Ja, ja, können einfach hinschwimmen. Genau, wenn ihr unter Wasser seid und Schiff drückt, dann. Einfach die Adleraugen. Dann ist eine. Können wir dem Schiff einen Namen geben? Sowas wie Betty oder so? Ja, Betty finde ich gut. Ja, so Betty 2 oder so musst du dann aber. Weil Betty ist ja schon die zweite. Stimmt, Big Betty 2, so. Ja, das ist gut. Big Betty 2 ist eine dicke Kiste. Oh, ich bin untergegangen. Ah, hier. Ich habe. Mein Inventar ist natürlich voll. Bin mit vollem Inventar dahin geschwommen. Auch, weil ich ein Idiot bin. Perfekt. Haben wir gut gemacht. Ich nehme die Kiste mit hier. Ich auch, ich mache eine Kiste mit. Nice. Ja, nehmt einfach Kiste mit. Ich habe einen Totenkopf gefunden. Ah, nice. Mit Schwert und Linksklick halten. Einen Totenkopf. Kann man chargen. Ich habe einen Totenkopf. Mhm. Geil. Kann man. Von Ork kann ich mir da rein. Ja, Totenkopf ist geil. Das ist wie Gold. Also so direkt ein Schatz. Ich würde dich gerne, als würden wir zusammen schwimmen. Ja, wie im Urlaub, oder? Unsinkbar 2, genau. Genau. Das ist geil, die Unsinkbar 2. Habe ich die Kiste nicht aufgehoben? Oh Mann. Doch, oder? Ich habe die, glaube ich, genommen. Okay, ich bringe die mal hier rein. Also, falls du die nicht genommen hast, habe ich die, glaube ich, genommen. Nee, ich habe sie nicht genommen. Jo, wie die Wellen. Ich bin mal rein. So, Open Fruit Crate. So. Ach, das ist eine Fruit Crate, die man befüllen kann, eine zweite. Die bringe ich mal runter, dann können wir da mega viel Obst reinmachen, das ist geil.
Ich mach das hier. Nice, Andrin. Guter Name. So. Okay, was meinst du mit dem Totenkopf jetzt? Den legst du einfach irgendwo im Schiff ab und dann. Ja. Diese Cannonballs und so, ist ja keine Kiste mehr. Kann ich nicht ablegen. Mit X, maybe. Oder F oder. Ja, okay, ich hab's. Okay, ich schwimm noch einmal raus. Und dann könnt ihr von mir aus weiter, wenn ihr wollt. Ups. Au! Sind geschossen. Sorry. So. Ich habe so verzauberte Kanonenkugeln gefunden. Pack die mal hier ins Inventar. Bist ja, du. Also, Basel, wir können jetzt saufen. Das ist. Ich hatte die sogar noch im Inventar, als ich gestorben bin. Ist ja voll cool. Krug erforderlich. Wir bauen einen Krug, Baso. Disgraced Bounty Skull. Aha. Wollen wir denn was trinken? Ja, loser. Wollen wir trinken? Oh, wir haben ja. Ich kann die nicht mehr. Wir haben nicht mehr genug Platz, oder? Nee, wir haben kein. Du kannst Wasser trinken, aber hier dieses Alkoholzeug ist der. Steht hier. Krug erforderlich. Ach nee, Krug erforderlich. Warte mal, einen Krug hat man doch immer unter. Hier sind noch Krüge, oder nicht? Irgendwo war. Kuh für Krug, oder? Mehr? Wir haben einfach keinen Platz mehr auf dem Schiff, oder? Also ich kann da keine Sachen mehr rein. Ach so. Doch. So wie wir Instrumente suchen und dann... Ja, ich hab eine Ananas. Oh ja. Auch saufen. Fuck, warte, mach du? Wo hast du den Krug her? So wie du dein Instrument suchst? Ach so. Also auf Q, F und dann müsste irgendwo der Krug sein bei 3. Ah, perfekt. Oh. So verwirrend, dass das eigene Inventar links ist. Und ja, finde ich auch. Schiffe mit da rechts. Let's go, Pro. Okay, lass den Anker wieder hoch. Dann können wir weiter. Wir machen immer so die sinnvollen Sachen hier. Das ist voll. Oh, Alter. Oh, Schulz. Läufst du auch ein bisschen? Ich schaffe voll. What the fuck? Egal, noch mehr. Bechern. Alter, geh doch. Alter, geh doch. Junge, ich war klein, war nicht so toll. What the fuck? Oh mein Gott, die Welt. Die Wellen, Junge! Wollen wir gleich Musik spielen? Ja, es ist Zeit für Musik. Perfekt. Okay, kommen wir hoch. Oh, Junge, ich warte sogar. Ich glaube, ich fahre gleich vom Boot. Ui, warte. Okay, gehen wir wieder hoch. Denke an ein Grockbüller! Oh, Junge. Oh mein Gott, die Sicht. Ist es bei dir auch? Ja. Junge, ich habe zu viel gesoffen, glaube ich. Oh, ich kann gar nicht mehr laufen. Oh, ich kotze. Kotzt dir jemand? Wer kotzt dir? Hey, deine Haare! Ich komm actually nicht, weil ich nicht laufen kann. Du hast mich vollgekotzt! Ich seh dich! Ich schau ja noch gerade! Ich seh gar nichts! Oh, ich kotze. Oh mein Gott. Hä? Lass mich an Steuer! Ey, ich seh... Mein Gott. Junge, jemand hat mich angekotzt! Ja, ich bin komplett vollgekotzt. Ich hab schlechten Magen, nur 2 gewunken. Das ist ja wieder nicht, wie krieg ich das wieder weg? Oh, ich hab mich mal angeschossen, Junge, wer spielt denn da so schief? Ich kann nur fahren! Oh, Junge! Junge, wir kotzen gerade alles voll. Ich kann nur fahren! Ich muss nach Hause! Junge, what the fuck? Das ist normal. Das ist komplett normal. Ich habe nur 2 Bier getrunken. Denkst du über Selbstmord nach, Matteo? Das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung, Matteo. Ich wollte mich nur in Sicherheit bringen. Nee. Ah, okay. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ist die Musik nicht schön? Nein, ich muss nicht pusten. Und ein Anwalt sei nichts. Ich glaube, wir sind wieder nüchtern. Oh, man merkt richtig, wie die Musik besser war. Oh, let's go. Ich bin nüchtern. Ich habe so viel alles rausgekotzt. Untergrock. Okay. Und jetzt alle! Was? Wo müssen wir überhaupt hin, Matteo? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gerade, wo wir hin könnten, aber. Guck mal auf die. Wir müssen noch zu dem. Wir wollen das Schatz noch ausbringen. Outpost, oder? Ja, da muss ich. Vor uns aber ein Felsen. Vorsicht, ne? Ja, den habe ich. Da fahre ich außen rum jetzt. Aber der Outpost ist wo? Outpost ist leicht Steuerbord von uns. Willst du mich halten? So wie bei Titanic? Und dann einfach geradeaus. Und dann geradeaus, genau. Ob ich dich heiraten will. Ja, jetzt, nee, noch ein bisschen. Willst du mich heiraten? Also ziemlich genau auf Norden eigentlich von uns aus jetzt. Ah, okay. Ja. Ah, dieses Ding hier.
Tja, mal rüber. Oh yeah. Ich gucke einfach mal gerade. Das Segel muss neu gesetzt werden, ne? Mach ich mal schnell. Nimm den Wind nicht mit. Ja, ja. Können wir den Mast hochklettern? Ja. Ja, ja, könnt ihr machen. Ah, ne, wir haben gerade komplett Gegenwind. Wir können die Segel nicht reinsetzen. Ah. Okay. Ich muss die komplett klar, ja. Ja, ich muss ja mal so drehen, dass sie seitlich sind. Schneller geht's dann nicht. Oh, ist das schön. Wir machen einfach da oben Musik, dann hören es bestimmt noch mehr Leute, außer wir, Marlene. Voll die gute Idee. Brauchen bald einen Anker. Ja, sag Bescheid dann, ne? Oha! Oh. Du bist runtergefallen, du lebst? Linda, wo kommst denn du her? Ich seh das immer, what the fuck? Ich komm einfach so Linda runtergefallen. Ja. Junge. Ist egal, ich lebe noch. Ich hab mir nur meinen Fuß verstaucht. Ist alles normal. Gehört dazu. Ja, okay, wir kommen gut ran. Morrow's Peak Outpost. Mhm. Geil. Wie weit ist der Anker weg? Kann ich es selber machen? So, ich will jetzt Musik spielen und nicht runterfallen. Meine Güte. Ne, den Anker mache ich gleich. Machst du gleich? Ich würde ihn jetzt ziehen. Sieht das so traurig. Also jetzt. Das ist echt sad. Ja, oh mein Gott. Ja. Geil. Boah. Guck mal, ich kann an Land springen. Perfekt geparkt. Ja, ne? Kann ich nicht wechseln? Hallo? Oh, hier ist ja auch Food und Zeug und so. Das können wir alles mitnehmen. Cool. Genau, da können wir mal die Sachen mitnehmen, auf unser Schiff packen. Müssen wir den Schatz jetzt auch mitnehmen? Stimmt, wir können den Totenkopf mitnehmen, aber der andere Schatz ist ja weg. Wir haben ja sonst nichts, oder? Doch, nee, wir haben auch eine Schatzkiste. Was? Da war ja einer im Wasser und die hat Linda geholt. Ah, ja. Da können wir mitbringen. Diese Unterdeck. Gleich Matrosen. Baso, kannst du die mitbringen? Oder Maluna, könnt ihr die Schätze einfach mitbringen? Ja, na gut, ausnahmsweise. Geil. So. Die ist unter Deck, ihr Leichtmatrosen. Wie ist denn das eigentlich mit der Musik? Ist das nicht auch irgendwie problematisch? Ach nee. Als ob wir so gut gespielt haben, Maluna. Okay. Oh, nice try. Ja, hast du den Schädel mit? Ja, sie hat den Schädel mit. Wohin damit? Wer möchte das kaufen? Wer hier? Ich weiß gar nicht, wo man das hinbringen muss. Nee, der macht, der repariert den, glaube ich. Das will ich nicht. Hier, bei dem, glaube ich, wo ich gerade stehe, oder? Okay, ich komme. Das ist hier Hide the Hoarder. Wenn wir dafür nicht mindestens 50 Gold kriegen, dann weiß ich auch nicht. Hier, guck mal, wie er sich freut. Verkaufen. Hier. Geil. 222, geil. Oha, wir sind reich. Jawohl, wir sind reich. Cool. So, können wir jetzt nochmal die nächste Quest annehmen oder haben wir die noch, die alte? Die alte haben wir? Ja, die haben wir noch. Oh, die haben wir nicht completed, ne? Ja, stimmt. Die haben wir nicht mal gemacht, wir haben die angenommen und dann sind wir zum Raid gefahren. Nee, wir haben das geholt und dann geholt, ist unser Schiff abgesoffen, genau. Ah, true. Ja. Well, lucky. Passiert dem Besten. Dem Besten, ja. Ja, ist ja auch der erste Tag als Seefahrer. Das stimmt, oder? Ja, wir können jetzt, nochmal auf so eine kleine Insel los, nochmal einen Schatz holen oder so, aber ich glaube, normal. Müssen wir einfach reinfahren und gucken, ob wir noch eine Insel finden. Ja, okay. Gibt's ja noch so viel. Was ist mit Mazat? Habt ihr ihren Schädel abgegeben jetzt, oder? Ich glaube nicht, weil sonst hätten wir alle was bekommen. Schädel. Ja, Mazat ist gemutet die ganze Zeit. Achso. Ich bin nicht gemutet, ich rede mit euch. Nee, du hast nicht geredet. Junge. Ich hol kurz den Schädel, warte, der ist noch bei mir. Hier. Der ist hier am Schiff, ich hab'n. Ja. Willst du den abgeben? Ja. Brauch ich mal. War ja dein Schädel. Ich werf den hier an Deck, an Land. Den gibt man hier wahrscheinlich ab, oder? Bei Madame Oya. Wo Linda steht hier. Ich komm hier nicht hoch. Hier ist. Ich komm hier nicht hoch. Hast du keine Leiter? Ich will einen Papagei kaufen. Oder einen Affen oder so. Und dann nenne ich den Christian. Also den Affen. Hat er Tiere? Warum nennst du den Christian? Hat das einen bestimmten Grund, oder? Weiß ich noch nicht. Wo gebe ich den jetzt ab? Weiß ich noch nicht. Komm mal mit an Land und dann gucken wir mal. Hier ist ein Hund. Was? Echt? Ein Kerkerhund. Ich habe nur einen Clip gesehen, in dem... Der kostet 5,76. Ich glaube... Aber wer war denn das? Oh, hier gibt's Papageien. Und Katzen. Junge, da gibt's Affen. Hier gibt's einen Hund. Ich weiß nicht, wo du den abgeben sollst. Ich weiß es nicht.
Ich kann ja bei der Frau vorne fragen. Ja, frag mal, ob sie den will. Ja. Wollen Schädel kaufen? Wollen Schädel kaufen? Ach genau, Kutscher war das. Kutscher hat einen Hund aus einer Kanone rausgeschossen. Mhm. Aber da muss man Geld bezahlen, oder? Ja, habe ich auch leider gerade gesehen. Für einen Hund? Richtig krasse Begleiter. Mhm. Okay, ja. Oder kann man die auch irgendwie für Ingame-Währung kaufen? Ich weiß nicht, ob man diese Münzen auch ingame vielleicht? Jo, hier gibt's auch so richtig krasse Papageien und so. Bei Hyde maybe. Maluna, ich weiß nicht, wo man den abgeben kann. Oben rechts ist die Farm. Hier ist der Hyde, der Typ. Komm mal zu mir. Komm mal zu dem hier und versuch mal den anzudrehen. Nee, Sefe. Nee, der will auch nicht. Hier. Komm, oh, da wo wir sind. Wo seid ihr? Ah, hier oben. Ja, da wo mein Name steht. Hier hat hier so einen Schädel in der Hand. Ich glaube, dass der die will den haben. Ja, das könnte passen. Ich kaufe ehrenloser Kopfschild. Nice, haben wir bekommen. 194 Gold gab es. Ey, wir werden reich. Absolut. Dann lass doch nochmal ablegen. Suchen wir nochmal eine Insel, suchen einen Schatz. Yes. Oh mein Gott. Diese Pflanzen sind voll schön. Oh, die glänzen so. Hier glänzt. Oh. Ja, ich habe auch gerade plus 222 Gold gekriegt. Von der Schatztour. Voll gut. Weiter geht's. So. Okay. Yeet. Was war nun da? Ich bin in den tiefen Meeren. Junge, ach da, ohne Shit. In den Meeren. Ich hab einen richtigen Bauchklatscher gemacht. Das müssen wir aber gleich sofort gegenlenken, ne? Ja, glaub schon. Also schlag, also lenk schon mal rein. Hab ich, aber komplett. Also wenn es jetzt schlecht läuft, dann reißen wir uns die Seite auf an dem Steg. Kein Problem, Gott. Wir haben neue Bretter. Genau. Nee, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Guck, wie ich da rumziehe. Easy. Ja, ja. Ist locker. Perfekt. So ein kleines Schiff, das ist mal weg, oder? Lass es kapern. Oh ja, let's go. Okay, geradeaus. Den zwei Stück. Guck, die krasse Kanonenkugel raus. Wo ist sie? Wo hab ich die hingemacht? Nee, hier rechts von uns. Da vom Westen. Okay. Habt ihr diese fancy Kanonenkugel reingemacht in die Kanonen? Nee, hab ich noch nicht. Okay. Shit, wo sind die? Hab ich die hingekommen? Mit der Pune kann ich glaube ich nichts treffen, oder? Ja, du fährst gut drauf zu. Nimm mal die Backboard-Dinger gleich. Ich fahr da rechts vorbei jetzt an dem. Du fährst gut drauf zu. Ja. Wollen wir die entern, oder? Saugen wir jetzt weiter? Oder? Der rennt davon. Ihr müsst die richtig kaputt machen einfach. Du musst das Segel aussetzen. Genau, setz mal alle die Segel. Los, nimm mal jeder ein Segel und richtet das aus. Ich mach's hintere. Komm mal. Ausrichten. Jetzt geht's aber ab. An das runde Ding dran gehen und dann so ausrichten, dass der Wind da rein pustet. Genau. Das wollte ich aber. War das richtig? Was? So. Nee, ich mach mal die Mitte. So. Oh, Junge, wo kommt denn der Wind her? Ach da. Ah. Genau, voll reindrehen. Siehst du die noch, Lesk? Nö, keine Ahnung. Ah doch, genau vor uns. Geil. So, wir müssen die einholen. Jetzt rennen wir drauf zu. Ja genau, wenn wir alle Segel... Jetzt muss ich wirklich gucken, weil ich sehe nicht mehr so viel. Warte mal, ich mach mal hier das. Ich fahr das mal ganz raus. Ja, die holen wir schon ein. Jetzt siehst du gar nichts mehr, aber jetzt haben wir mehr Speed. Wo sind die? Ja, die sind direkt vor uns. Die sind direkt vor uns. Also ich sehe jetzt wirklich gar nichts mehr, ne? Ja, ich navigiere dich. Fahr einfach weiter geradeaus. Wir fahren genau zu dem Vulkan. Wir steuern genau auf die zu. Alles ganz normal, die Geräusche. Die fahren auf den Vulkan zu. Ja. Yep. Fahren die so ein bisschen nach rechts oder links? Also ganz leicht nach rechts. Ja, aber du fährst nicht genau drauf zu und die brennen. Warum brennen die? Das ist gut. Wahrscheinlich, weil die vom Vulkan getroffen wurden. Ah, die haben Boden vom Vulkan. Ja. Wo? Shit ausspuckt?
Wir sind ein bisschen vorbei. Mach mal Anker. Weiß es nicht. Lass sie entern. Oh, Junge. Das ist ein richtiges Piratenschiff, hä? Ja. Das ist ein Piratensegel. Oh, ist das cool. Kommen wir da hin? Oh. Lass mal mit Kanonen draufschießen, komm. Hab ich getroffen. Ich komm da nicht hin. Nee, ich komm da so nicht hin. Ich bin da gar nicht drauf zu. Der Vulkan. Ich auch nicht. Wie löscht man denn hier? Ey, ich brenne! Brenne! Wir müssen den. Ab ins Wasser! Ab ins Wasser! Oh. Ah. Fuck, Maluna! Hast du mit Feuerzeug gespielt? Nein, das war ich nicht! Wir müssen Anker hochziehen, glaube ich, oder? Oh Junge, ich glaube, der Vulkan tut uns nicht so gut. Könnt ihr mir Anker helfen? Ja, warte, ich komm. Ich brenne gerade ein bisschen. Ich glaube, das sieht hier nicht so gut aus gerade. Komm hier ja, hoch, ich komm hier hoch. Unser ja, das Schiff sieht gut aus. Schiff sieht eigentlich noch gut aus. Alles gut. Alles ja, gut. Einfach drehen. Das ist die unsinkbar 2, die kann nicht sinken. Die kann nicht sinken. Können wir so mit so einem Eimer Wasser raufschieben? Ja, glaube ich, müssen wir machen, aber wie machen wir das? Ins Wasser Eimer Wasser. Ich versuche uns raus. Wie kriege ich Wasser? Wo kriege ich hier Wasser her? Ins Wasser. Ja, guck mal. So raus, glaube ich. Okay, ciao, Baso. Kann ich hier? Ja doch, man kann. Hallo? Leute? Hallo? Ich bin noch im Wasser. Wow. Können wir... Ich hab grad noch... Ich dachte, ich komm wieder hoch. Okay, ich bin weg. Bye, bye. Ich dachte, ich komm wieder hoch. Unter Deck ist Wasser, unter Deck ist Wasser. Hallo? Maluna, hol mich. Oh mein Gott. Unter Deck ist Wasser. Maluna, wie beide müssen jetzt löschen? Komm. Ich wollte... Wo ist Wasser? Wo ist Anker, bitte, damit wir hinterher kommen. Nee, ihr könnt doch einfach Dings spawnen. Los! Du musst brenne. Kannst du mich löschen? Maluna, lösch mich mal. Voll getroffen. Ich bin tot, bitte. Wie? Mit Wasser. Junge, unser Schiff, Alter. Okay, Maluna, du, genau, hol mich wieder zurück. Was? Und ihr könnt ja auf dem Schiff spawnen. Ihr müsst einfach zu diesem Fährmann, zu dem Dings. Okay. Ja, wo ist der? Ja, im Wasser. Ich hab keinen Eimer. Doch, Inventar. Hallo. Oh, nee. Hallo. Inventar und dann 6 oder so, keine Ahnung. Hallo. Im Rad unten auf 7 Uhr ungefähr. Ja, Mann. Der schwimmt weg von mir, der hat keinen Bock auf mich. Ja, hier, mach mal. Oh mein Gott. Ja, mach mal was. Ich glaub, der mag mich nicht. Ich kann nicht mit denen reden, what the fuck? Du musst sterben, dann kannst du die Seele anbieten. Ach, das sind keine Meermänner, die schießen auf uns. Das sind Gegner. Wo gibt's denn noch mehr Wasser? Das waren keine Männer, das waren Gegner. Gegner? Nee, das ist schön. Oh nein, ihr verloren! Ich bin raus! Maluna? Maluna! Oh mein Gott. Bin ich der Einzige auf diesem Schiff jetzt noch? Wir kommen gleich, wir sind gleich da. Wie kann man denn hier Wasser auffüllen nochmal? Wo geht denn das normalerweise? Wo kann man normal Wasser auffüllen? Wasserfass? Wo? Erste Etage, zweite Etage? Warum geht das nicht weiter? Perfekt. Ich bin wieder. Wo ist hier ein fucking Tisch? Unter Deck ist ein Fasswasser, hat jemand gesagt. Am Tisch, hier. Was? Ich will. Oh ja, und ich brenne direkt, das ist ja cool. Und ich bin noch im Loading Screen, das ist auch. Oh, okay. Und ich brenne. Ja. Tschüss. Ach, hier habt ihr immer noch nicht den Anker gezogen. Ja, immer. Die ganze Bude brennt, Mann. Nein. Junge. Ich dachte, ihr habt einen Anker runtergelassen. Ey, ich versuche ihn ins Schiff zu retten. Ich kann den Anker nicht. Ich brenne. Oh Mann. Meermann. Meerfrau. Hab ich mich selber gelöscht? Meerjungmannfrau. Junge. Wo ist denn Meermann? Da ist er. Rechtsklick. Oh mein Gott. Oh, hier. Ist der gut aus? Oh ja, der sieht gut aus. Oh ja, wir stehen ein bisschen unter Wasser unten, ne? Oh, das ist gut, dann können wir das Wasser von unten nehmen, es geht schneller. Okay, nimm Wasser von unten und... Ja, das ist sehr gut. Okay, let's go. Löscht hier alles raus, löscht hier. So, und wenn ihr noch mehr Wasser braucht, hier ist ein... Barrel, komm mal zu mir, ich lösche dich. Du brennst, Maluna. Okay, ich hab Maluna gelöscht. So, let's go. Komm, wir retten unser Schiff, wir schaffen das. Baso 137, no. No. Das war nicht mit Absicht. Hab falschen Knopf gedrückt. Oh Mann, ey. Oh!
Ich brenne. Worauf fahren wir gerade zu? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Wir haben ja den Anker ja nicht. Anker! Warum machen wir das nicht die ganze Zeit? Es ist erstaunlich, dass wir noch nicht gegen den Felsen fallen. Ja, ich wundere mich auch. Bitte? Kann mich jemand löschen, ganz kurz? Miresti, kannst du selber löschen? Ja, ich kann dich aber auch löschen. Danke. Ja, du bist gelöscht. Oh, ich bin gelöscht worden, ne? Okay, können wir jetzt... Ich zieh jetzt mal erstmal den Anker. Ja, okay, genau, zieh mal Anker und dann bitte alle löschen und dann müssen wir irgendwie, kriegen wir Damage gerade? Ja, ich bin... Werden ich brenne. Rechtsklick. Ah. Jetzt, hä? Ich mach das alleine, gar kein Ding. Erst noch Bananen, sonst stirbst du. Cool. Da bestehen. Ja, wir wollen wir jetzt mal gleich das Ankern ansetzen? Wir sind geankert. Wir versuchen gerade das Schiff zu löschen. Yes. Das ist voll gut, dass wir Löcher im Schiff haben, damit wir Wasser kriegen. Ja, ja, voll gut. Schiff löschen und dann die Löcher zu machen. Also taktisch insane. Taktisch insane im Punkt. Also, das ist aber einberechnet. Also ich kann mir auch keine bessere Crew vorstellen als unsere. Also es könnte einfach nicht besser laufen. Es ist auch nicht so viel schief gelaufen. Nee, gar nichts im Prinzip. Ich mache es, brennt, ja. Oh no, ich brenne. Nicht so schlimm. Hier ist ja viel was. Irgendwer hat mich angezündet von euch. Ja, das war ich. Ich hol dich. Beispiel, er kommt und brennt mich an. Hat es geholfen? Oh, voll gut. Let's go. Aber ich gelöscht. Okay, genau, holt das Zeug hier rein. Halt brennt es oben noch? Aber wir kriegen, ja, durchaus. Wir kriegen das hin. Mach noch nicht hier unten. Okay, alle bitte oben löschen. Wir verlieren. Mhm. Oh mein Gott. Komm, wir schaffen das. Wir machen das. Ich hab kein Wasser. Jetzt brenne ich ein bisschen. Ich muss unbedingt was essen, aber. Warte mal, als ihr gesagt habt, Anker ist gezogen. Habt ihr da gesagt, Anker ist gezogen? Ja. Ich brenne, aber zünd mich doch nicht an, der Anker ist nicht gezogen, ich versuche hinterher zu schwimmen. Ah, weil der wieder sie aufgerollt hat. Könnt ihr den vielleicht runterlassen, den Anker? Ich versuch's, aber es ist schwierig. Maluna, hast du den Anker eingezogen, als sie den schon runtergelassen hatten? Nein. Ah, Maluna. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Oh mein Gott, ich hoffe, das sieht niemand. Stimmt. Verwirrt. Also wenn ihr brennt, am besten nicht in andere Leute reinlaufen. Ja, ich versuch's. Mega guter Tipp. Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Kann ich jetzt zurück? Stehen wir oder? Da ist er. Ich glaube nicht. Boah, Anker. Ja, oh ja. Maluna, du musst wegschwimmen vom Schiff und dann kommt so ein Meermann. Jetzt ist der Anker unten. Geil. So, und jetzt wird gelöscht. Boah, ich brenne. Ja. Ich komm raus, brenne instant. Geil. What the fuck? Warte mal, unser Schiff geht ja unter. Nee, also. Okay, dann können wir das Wasser von unten aber schneller nehmen. Das ist gut, das habt ihr gut gemacht. Oh ja. Ich muss wiederbelebt werden. Hallo. Wo bist du? Ich hab ein bisschen viel Wasser unten drin. Das müssen wir jetzt zu viert raus karren. Maluna, wo bist du? Da, wo ich. Ich hab dich. Okay, geil. Das ist ein Teamwork hier, also wären uns gezweifelt. Ey, das läuft bei uns einfach. Den kann man ja nicht mehr helfen. Das läuft. Wir liegen ein bisschen schief, findet ihr nicht? Nee. Ach Quatsch. Das muss so ein bisschen. Das ist ganz normal hier, das ist nur ein bisschen Wind. Schief, schmief, sag ich mal. Ja, und der eine Mast, der uns fehlt, oder der zweite, das ist auch egal. Es gibt andere Player, die starten nur mit einem Mast. Ja, genau. Wir sind ja so gut. Weißt du? So, jetzt müssen wir das Loch unten zumachen. Ja, Loch erstmal zumachen und dann die Masten, glaube ich, oder? Ja, ich habe noch nie gesehen, wie ein Mast kaputt geht, um ehrlich zu sein. Brennt es nicht noch irgendwo? Ja, in der Kapitänskajüte. Hinten drauf. Ach, oder unten. Ist aus. Kann man hier rechts raus? Ja, hier. Genau, hier brennt es. Das machst du super, Maluna. Danke. So, kann man den Mast fixen? Das Wasser raus. Na, Wasser muss raus, geil. Wunderbar. Mast rein. Mann, wir sind so gut. Ich brauche unbedingt was zu essen. Wir haben in der Essenskiste vielleicht noch was drin. Die ist verbrannt. Echt jetzt? Oh. Nee. Red. Super, ist doch cool. Ja, easy safe. Haben wir alles zugenagelt? So, mit Brettern kann man den Mast fixen. Okay, so. War die Essenskiste oben? Oh. Use the ropes to pull the mast up. Ja, let's go. Und auf der anderen Seite? Hashtag gerettet. Easy. Ey, guck mal. Die sind so gut. Und dann wie geil ist das denn? Tesafilm darum, um den Riss und dann passt ja. Ich nagel hier mal alleine alles.
Wo ist denn die Essenskiste, Jungs und Mädels? Genau, Maluna, du machst jetzt da ein bisschen Kleber. Les meinte, die ist verbrannt. Holz. Okay. Es war Matteo. Kann das nicht sein? Das war ein Scherz. Aber ich habe echt Hunger, so. Maluna, komm mal zu mir, da wo ich stehe. Da ist die Essenskiste. Ham. Ah, dankeschön. Ich repariere das gar nicht. Ist das eine Kokosnuss? Ey, einfach ein Brett drüber und es ist repariert. Ja, so wie im Real Life, ist ja perfekt. Komplett so geil. Wie im Real Life, genau. Auto Totalschaden, einfach Brett drüber. Genau. Ja, einfach ein bisschen Kleber drüber, so. Zwei, drei Eimer Wasser. Und dann, einfach, guck mal, ich habe nur zwei Bretter drauf und es ist schon wieder repariert. Das ist ja der Hammer. So, nice. Das sieht auch einfach nach einem perfekten Handwerkerjob aus. Ja. Also, falls ihr immer Handwerker braucht oder so, heuer mich an. So, mal hier. Okay, sorry. Arr. Handwerker. Perfekt. Ich will mal hier hoch. Der letzte Mast wird noch hochgezogen. Ja, der ist auch gleich fully erect. Minimale Reparaturen quasi. Fully erect. Ja. Hä, Maser ist so groß? Ist die nicht, also jetzt ist sie ja noch nicht fully erect so. Wie bitte? Ja, weil es wirkte so, als wenn du so leicht gebückt. Ja, also ich bin generell immer sehr leicht. Ich habe eine sehr schlechte Haltung durch das Stream bekommen. Ich sitze immer wie so eine Banane, wie so ein Schrimm vom PC. Der nächste Maser-Moment. Guck, so sitze ich. Was ist das da schon wieder vor uns? Ich gucke, ja. Okay. So, wir haben wieder ein voll funktionsfähiges Schiff. Strangely, oder? Was schießt der hier? Der Vulkanus neben uns bricht aus, wenn nein. Wir auf unser... Nein! Nee, nein, Anker nicht! Wir müssen hier weg! Wir müssen der Ding noch anfangen zu brennen! Bitte alle, Anker hoch! Hoch! Da fehlt ein Brett, ein Ding am... Ja, da fehlen zwei dran. Ne? Oh, na gut, dann... Sind uns verloren gegangen. Okay, dann schon mal die Segel bitte in den Wind setzen. Mhm. Lass uns mal hier weg, oh mein Gott. Nein, wir brennen schon wieder! Es geht genau von vorne los! Lichtet einfach, lichtet, komm! Ja, wir lichten! Anker hoch! Basel, fang schon mal an zu löschen! Ich lichte ohne was. No, das kann nicht sein, dass jetzt nochmal brennen! Hier, die ganze Höhe! Ich brauch Wasser! Okay, Anker! Anker ist oben, so. Warte. Da ist kein Wasser mehr drin. Wir brauchen ein Loch. Wir müssen pumpen hier. Nein, wir brauchen kein Loch. Wir können hier pumpen. Kommt zu mir und holt euch hier Wasser, bitte. Hab ich. Oh, hä, das ist ja schon gelöscht. Wir sind ja. Ist ja alles easy. Ah, übrigens, wenn man beim Anker W drückt, ist man schneller, okay? Nee, Moment, wir sind insane. So, alright. Oh, fuck, ist er falsch? Not even close. Oh, wir müssen das Steuerrad reparieren. Oh, Basel, Brennwerk stehen? Ich. Wär's stehen geblieben, wär's perfekt gewesen. Oh. Schade. Passiert im Besten. Ja, sehr gut. Kann mich jemand. Oh mein Gott. Ich hol. Wie ist das passiert, hä? Ey, warum kann ich nicht reviven? Kann mir jemand Steuerung geben? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Lass fahren und fang an zu löschen. Einfach nur weg. Scheiß auf Steuern. Bleib auf dem Kurs, ja. Bleib auf dem Kurs. Ja, fahr einfach geradeaus, nicht gegen eine Wand. Wir müssen hinten. Einfach geradeaus. Wir brennen gar nicht. Ich sehe halt gar nichts durch die Segel. Einfach. Ich geh immer wieder rein, wenn ich sie drauf schieße. Also entweder hart Steuerbord oder hart Backbord. Such dir eins aus. Haben wir unten ein Loch drin? Geradeaus könnte kritisch werden für uns. Guck nochmal nach, ob wir ein Loch unten haben im Keller. Nee. Ja, wir haben hier irgendwo. Ja, perfekt. Nee, ist alles gut. Nee, wir haben hier. Also ach, stimmt, da ist eins. Ich seh's. Jetzt kannst du geradeaus. Es war im Keller. Nee, hier sind auch drei. Okay, geil. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Wenn nicht. Das war ich. Okay. Ich glaube, Steuerbord wäre gut. Ein bisschen. Wir brennen aber nicht mehr, oder? Hier ist gerade eine Kanonenkugel reingeflogen. Warum schießen die. Was schießt mit Kanonenkugeln auf uns? Was? Ich weiß es nicht. Warum spritzt es hier so. Ach, das ist der Vulkan immer noch. Dreh dich mal um. Der hittet. Oh, der hittet richtig. Der geht durch. Der trifft auch immer noch auf. Keine Sorge, Minion. So, oh, ich mach den jetzt kaputt. Oh, ey, wir müssen von dem Vulkan weg. Aber absolut. Der ist richtig sauer. Ich brenne! Nicht rausspringen, sondern hol den Wassereimer und drück rechte Maustaste. Okay. Und du bleibst stehen. Okay. Jetzt brenne ich auch, aber ist nicht so schlimm. Ich kann niemand anders löschen, right? Schade, ich muss hier raus aus der Ansicht. Wunderbares Team. Okay. Perfekt. Unsere Oh mein Gott, ist jemand am Steuer dran eigentlich? Unser Mast brennt. Ja, hier brennt's. Unser Mast brennt. Oh nein, der Mast brennt. Den haben wir doch gerade erst repariert. Der schmiert ab.
Enemy here. Geil. Oh, Marsch. Ja, easy safe schon wieder, Mann. Geil. Ja, ja, dann können wir jetzt looten gehen. Lass die Insel, die direkt vor uns ist, ansteuern. Und da werden wir looten gehen jetzt. Sag mir mal, brennt noch irgendwas, oder? Irgendwas brennt hier doch noch, oder? Ja, bei mir wieder auch ein Mann. Ich komme. Der scheiß Vulkan ist einfach der Endgänger. Genau. Bleib stehen, bleib stehen. Ich bleib stehen? Mateo. Du brennst doch selbst. Ja, du hast mich angesteckt. Bleib, komm mal, komm, bleib stehen, bleib stehen. Was bist du? Jetzt bist du, oh Mann. Und ich hab... Was ist denn das hier? Oh ja, super, hat geklappt. Okay. Warum hast du mir Wasser drauf geschossen? Ja, das war prophylaktisch, weißt du? Ja, aber falls. Damit ich jetzt nicht mehr brennen kann. Genau. So, genau geradeaus. Die Insel können wir looten vielleicht, oder? Sie brennt für Steuer. Ja. Boah, wie unser Kahn aussieht, ey. Danke. Junge. Danke. Ja, leichte Abkühlung, ja. So, geil. Wir fahren genau geradeaus. So, die Insel noch und dann war es das aber auch hier. Oh. Ey, dass man hier bei dem Kuh, bei dem Item Wheel nicht drücken kann, das nervt aber schon ein bisschen, ne? Dass du es nicht klicken kannst, meinst du? Gewöhnen, ja. Er muss drüber hovern und dann loslassen, ne? Das ist ein bisschen strange. Oh, hier brennt ja noch was, okay, warte. Jetzt hoff ich's. Achso, ja, so meinst du. Ja. Ach, wo kommt denn das Feuer jetzt schon her? Das liegt an mir. Ah, es ist so heiß einfach. Alles brennt. Lösche. Hot Pirate Shit. Ja, perfekt, wunderbar. Hot Pirate Jake. Wunderbar. Ey, die Vulkane sind ja die Endgegner hier. Holen. Ja, die Vulkane sind krass. Schön. Mal wieder ein ruhiger Tag an Deck. Fetchers Rest. Okay, wollen wir... Ein für... Wie nah sind wir da dran? Ein Fetchers Rest? Ja, wo sind wir? Ja, fahr mal hart links. Und dann knallen wir dann den Dings, den Anker raus, dann gehen wir da drauf. Jawohl. Perfekt. Oh, ist vielleicht ein bisschen zu hart links. Mach mal wieder hart rechts, hart rechts, hart, hart. Oh nein. Mach brutal rechts, Mazat. Brutal steuerbar. Oh, das mach extremes Steuerbord. Okay, können wir uns da drauf schießen? Nee, können wir nicht, ne? Das war MVP. Ja, aber. Warte mal. Kann ich einfach hier schon runterspringen und anlanden? Ja. Ach klar. Hab ich noch Munition? Ja. Kurz Waffe wechseln gehen. Hui! Oh, die Musik unter Wasser. Okay. Könnt ihr gucken, wo ich lande? Wo du landest? Oh, Matteo! Jo. Hat es nicht gelohnt. Ich bin komplett. Stimmt da gar nicht? Doch, wenn du auf. Auf. Also, wenn du irgendwo hart aufhittest, dann schon. Wo bist du nicht hart aufgehittet? Nee. Versucht. Ich hab, glaube ich, eins repariert, ja. Den Rest können wir irgendwann anders machen. Das heißt, okay. Funktioniert ja. Patch as rest. Ich hab eine Message in der Box. No. Oh, ich hab eine Mission erhalten. Ich hab hier Diamanten. What? Alles gut. Ich bin einfach gerade in die Luft. Da war so ein Gazy-Ding. Ach so, okay. Oh, das macht Schaden. Wie kommen wir denn hier hoch? Oh, ich hab hier so ein richtig... Warte mal, lass uns einfach so ein Gazier benutzen. Ist eine Banane. Autsch. Hat gut geklappt, oder? Das geht nicht, nee. Aber außen rumschwimmen. Man so einen Fisch hier ernten, oder? Ja, ich glaube, man kann sogar... Es gibt Haie, die kannst du killen. Oh, super. Die killen was dich aber auch. Was hast du denn, Diamanten, oder? Habt ihr Diamanten? Habt ihr schon einen Schatz gefunden? Ja, hier ist noch einer. Hier ist so ein grüner noch. Den nehme ich. Oh, wow! Was macht man mit denen? Muss man da mit irgendwas aufmachen? Ist hier ein Erdbeben oder so? Ich wollte gerade schon wieder sagen, ich bin schon wieder ein Vulkan. Oh, nee, das sind nur die Gaziere, glaub ich. Ach nee, das ist der Vulkan vielleicht. Oh, nee. Nein. Nee, das sind die... Ich glaube, sind die Gaziere. Sind die Gaziere. Ja. Steht ein Dude. Ich hab hier einmal so ein grünes Juwel, so ein grünes Juwel und einmal ein blaues. Ja, das geht. Ich wack die hier vorne zurück. Damit irgendwas machen muss. Zahnfleisch weg, joho. Oh, hier spawnen,
Skelette wieder. Ja, wollen wir zum Schiff zurück? Ja, wir wollen doch looten, oder? Rede mit Fremden. Ja, weil ich muss den Juwel-Ding jetzt mal wegbringen. Ist das jetzt die ganze Zeit so mit den Geysiren? Oh. Oh, nein! Ach, Quark. Oh, ich wurde von so einem Geysir verarscht. Wo war denn unser Schiff? Ich glaube hier um die Ecke. Ach, das ist ein NPC oder was? Hm, oder? Ja. Ich suche den Schatz. Ah, kein Ding. Munition, geil. Eben. Ist hier irgendwas? Hier. Junge, das wackelt so krass. Masas, guck, hier. Können die Geysire mal ein bisschen chillen hier? Na, wie geht's? Siehst du das? Ja, alles ganz normal. Ja, Vulkan ist gerade. Das ist der Vulkan! Ja, okay, wir müssen zum Schiff. Kann es sein, dass diese Geysire so ein Implikator dafür sind, dass der Vulkan gleich aufsteht? Könnte das eventuell zusammenhängen? Kann sein, was ist denn das hier? Ich verliere gerade kontinuierlich Schaden. Ja, ist zu heiß hier, ne? Du verlierst Schaden, also hielst du das? Ich bin tot. Das Wasser hier ist, glaube ich, zu heiß. Ich sterbe hier einfach. Ich bin auch tot. Am Wasser. Junge, was sind das denn für Viecher? Was ist denn das hier? Oh, nee. Au. Im Wasser können sie mich nicht kriegen, right? Im Wasser ist aber heiß. Im Wasser kriegt ihr Damage. Aus dem Wasser raus. Oh mein Gott, what the fuck? Wir wären die besten Piraten, die es gibt, wenn Vulkane nicht existieren. Ja, also Vulkane sind, unsere Schwachstelle einfach. Was sind das für krasse Gegner? Ich könnte versuchen, dich zu holen, Baso, aber du wirst gecampt. Wäre insane krass, aber diese komischen glühenden Gegner sind irgendwie nicht so chillig. Hier ist einer direkt neben dir, oder? Mhm. Okay, hab ich nicht geschafft, hab einfach nur... Ah, unlucky. Better luck next time. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Ich komme wieder. Ja, das Schiff, ich glaube, das Schiff findet das nicht so gut. Soll ich das wegfahren? Ja, ja, ich spawn auf dem Schiff. Glaube ich. Mach das Anker hoch, bitte. Bin bereit. Oh, ich bin gerade rausgesprungen. Nee, scheiß drauf, wir müssen das Schiff hier wegfahren. Warum sind wir immer da, wo Vulkane ausbrechen? Weiß ich auch nicht, die brechen einfach bei uns aus. Die machen Hard Mode mit uns. Ah, los, engage, Reiner. Oh, dann müssen wir irgendwie löschen und gleichzeitig weg und keine Ahnung. Das sieht nicht so gut aus, ich bin ehrlich. Nö, hier brennt alles. Oh mein Gott. Ich bin da zum Löschen, gar Ich komme nicht. Ja. Ah, doch, jetzt. Alles klar. Das ist gar kein Problem, wir haben das gleich unter Kontrolle bestimmt. Ihr seid in einem Gebiet, wo es Vulkane gibt. Okay. Unser Boot ist irgendwie down gleich. Ja, wir versuchen den Anker, jetzt müssen wir gleich alles löschen. So. Ja, easy, komm. Wir haben es schon so, wir haben jetzt zur Routine. Wir sind so erfahren jetzt. Ja, wir haben schon tausendmal hier Schiff brennen sehen. So. Das ist nichts Neues mehr für mich hier. Oh, ich brenne. Ich glaube, einer soll einfach unten bleiben und pumpen die ganze Zeit. Einfach pumpen. Ja, ich glaube, ich schlau. That's exactly what I'm trying to do here. Das Wasser. Ich glaube, das ist immer gleich weg. Ich bin wichtig, mache Dinge. Du bist echt wichtig. Ja. Ich schwöre, ich bin auch dabei. Ich helfe. Okay, ja, ist auch wieder gelöscht alles, oder? Diamanten sind ja, weil die gut sind einfach. Ist gelöscht, ja. Ja, was mit unseren Diamanten, Blaze? Die sind weg. Warum sind die weg? Die waren noch da. Ja, aber das ist zu heiß, wenn wir da reinschwimmen, so. Ja. Ja. Oh, unser Schiff läuft unten voll. Oh. Guck mal, ja, wir haben hier ein Loch. Ich hab ein Brett. Mach hier mal zu. Ah, ja. Ach, zu den Bums. So, ist hinten noch was zu nehmen, ne? Nee. Was war das? Oh, hey, es brennt wieder, das ist ja. Hey, geil! Here we go, okay. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ah, wobei, geht voll klar, Das einfach die ganze Zeit nur brennt, wegen dem Vulkan. Ey, lass aus dem Vulkangebiet raus, bitte. Das ist ganz schlimm hier, unbedingt. Ich muss den vorderen Mast auch mal fixen. Ein Beginnergebiet hier. Bam, 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 bam,
Nein, wir wollen zum Westen. Osten? Oh. Zum Osten. Geil. Oh Mann. Hauptsache weg von dem Vulkan, ey. Holy shit. Ja, ja, einfach weg von dem. Meine, wie weit der Boah, der hittet. Der hittet. Der hittet nicht. Nee, der hittet nicht. Neuer Feuerwehrsimulator sieht aber echt mega gut aus, muss ich sagen. Ja, ne? Ey, das sollten wir auch mal zusammen zocken, so Feuerwehrsimulator. Geht das? Würde ich empfehlen, oder? Ja, gibt's wirklich. Ja, wir haben jetzt so viel Übung, wir werden halt insane. Ich war mal bei der Jugendfeuerwehr, Leute. Das ist sehr ironisch. Das wusste ich sogar. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Mit 13 war ich bei der Jugendfeuerwehr. Na Mensch, da kann ja nichts schief gehen, Maluna. Ja, mit Feuer kenne ich mich auch. Machst du die Einweisung? Ja. Sie hat's ausgemacht, sie hat's angemacht. Wir waren alle schon dabei gewesen. Wir steuern gerade voll auf so ein Inselding zu. Ja, das alles so, Matteo. Was gehört dazu? Okay. Auf ein Inselding? So ein Inselding, ja. Ich bin das ist der Fachbegriff. In erfahrener Pirat, merkst du, oder? Ja. Also ich finde, ich bin guter Kapitän. Ich glaube, den Stream gebe ich einfach für meinen Führerschein einfach mit. Ja. Ich glaube, das ist so ein Bewerbungsvideo. Hier habe ich ein Schiff gefahren. Schauen Sie mal. Oh, schön. Hinten bricht der Vulkan aus im Hintergrund. Okay. Wir fahren da jetzt durch, okay? Ja, wir fahren durch. Ja, okay, fahr leicht rechts. Super, tolle Idee. Reicht leicht? Was könnte schief gehen? Durch diese zwei Felsen ist so eine kleine Lücke, da will ich durchkommen. Oh. Ah, ich hab gedacht, wir fahren zu dem Vulkan, schade. Gucken, ob das klappt. Ja, easy. Das wird easy. Hä? Okay, passt ja nicht zusammen. Ach, das passt schon, oder? Naja. Ist das Backbord oder Steuerbord? Alles gut, jetzt genau geradeaus. Ja, das bin ich das gehen. Wird nee, nee, rechts. H3, Maluna! Hart! Das kannst du mal, ich geh mal links, nach unten und fix die Links, jetzt. Ich klebe auch mal ein bisschen zu. Jetzt links. Oh mein Gott! Jetzt links. Das ist ganz normal, das ist gar nicht. Oh, danke für den Rave! Ich bin vier, ja! Was geht? Ja, ich. Masa, du machst es absolut scheiße. Ja. Dankeschön. Ich meine keine Bretter mehr übrigens. Dann sind wir alle einfach tot. Noch. Also lass mal jetzt nichts mehr rammen, wenn es geht. Arar, herzlich willkommen. Danke, Manuel. Masa, nicht in Sachen reinfahren am besten für ein paar Minuten. Ja, ich wollte meine Felsen. Ich wollte zwischen die Felsen da so rein. Ja, wir sind noch durch, glaube ich. Ja, alles easy. Ist auch kein Wasser mehr drin. Alles ganz unser Bug ist auf jeden Fall auch ordentlich gechallenged worden gerade. Das Schiff ist halt so eine halbe Stunde alt und hat schon zweimal gebrannt. Hat 1000 Löcher. Das ist wirklich unsinkbar. Das Schiff ist unsinkbar. Das ist wirklich unsinkbar. Zwei. Ja, auf jeden Fall. Ach, geil. Oh, Mann. So. So. Mach du mal weiter, ich repariere nebenbei, ne? Ja. Ey, das Steuerrad sieht einfach so geil aus. Das sind einfach super Holzsticks. Und ein bisschen Seil. Junge. Die Hälfte das von dem Ding fehlt einfach. Und so, wir sinken nicht. Dum, da, 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 dum, da, da. Ich nehme ein anderes Musikinstrument. Dann hört sich das geil an. Okay. Ich merke gerade, dass ich extrem laut bin. Schreie ich euch auch die ganze Zeit an? Nee. Du sollst was anderes nehmen, der. Nö, du singst laut, Maluna. Okay. Let's go. Jetzt bin ich mal hier oben. Kann man tanzen, Neber? Wo ist denn... Wo ist Christian? Ich bin hier oben. Ah, Junge! Da habe ich natürlich nicht hingeguckt. Ah, Junge. Oh, da vorne ist eine Insel, oh, da, kannst da du ist durch. Kein Vulkan drauf. Ja, da kannst du... Dann baut er mal. Fahr mal hart links. Wir fahren zwischen den beiden Felsen durch zur Insel.
Warum wollen wir das schon wieder machen? Das ist so eine Challenge. Style Points. So Achievement oder so. Ja. Hä, ist aber nicht hart links. Wer steuert denn da gerade? Unsere Steuerfrau, Luna, natürlich. Okay, Steuerfrau. Achso, wir müssen nach links. Hart aufgegeben, ja. Nee, ich bin am Multitasken. Da ist echt eine große Insel. Wir können die uns die nochmal ansehen. Links, ja. Ah ja, ich voll für. Wo ist die? Die da hinten? Ja, die mit diesem riesigen Steg oder was das ist. Ja, ja, das sieht cool aus. Perfekt. Okay. Hm? Sorry. Was mache ich denn hier, Alter? Ich bin ja so... Das wäre übrigens, wenn wir die jetzt ansteuern, die Insel, und dann looten und dann wegfahren. Ich habe irgendwas gemacht. Was habe ich denn gemacht? Benutzer erfolgreich ignoriert. Was? Wen hast du ignoriert? Man kann Leute im Twitch schon ignorieren. Ach so, Leute. Wir fahren leider nicht mehr Richtung Insel. Wir müssen wieder so ein bisschen mehr, ich glaube, Steuerbord. Ist das Steuerbord? Ja, Steuerbord. Nein. Oder wir fahren einfach, ja, wir fahren einfach rum. Wir fahren auf den Vulkan zu. That's not good. Aber nur so ein bisschen. Da ist wirklich der Vulkan. Oh nee. Nee, die Insel, zu der wir wollten, ist hinter diesem, wo wir gerade rumfahren. Wir fahren außen rum, ja, oder? Ja, ja, wir fahren außen rum. Sehr gut. Doch, perfekt. Du fährst perfekt. Ja, super. Ja. Und gleich geradeaus. Wir können mal die Segel in den Wind setzen, dann sind wir schneller. Muss leider Musik machen. Ja, wenn du jetzt geradeaus fährst, dann perfekt. Ne, so. Absolut perfekt. Mach ich das gut? Ich glaub, Sehr gut. Also, man könnte es so nicht besser machen. Grade. Ich brauche immer viel Bestätigung im Leben. Das ist in Ordnung. Und Lob. Klasse, Mazat. Klasse. Ast rein. Sagst du mit Absicht immer Ast rein? So. Hä, das ist doch ein... Warum? Arsch. Ja, ich hab's jetzt ohne Front gesagt. Kein Front gegen Best. Das ist mein peinlichster Moment am Stream. Echt? Warum? Was da passiert? Weil ich mal versucht habe, Ast reinzuschreiben. Ah, okay, und hat nicht geklappt. Nee, das kenne ich wirklich nicht. Ist das Zufall, dass du das immer gesagt hast? Ja, ich hab das einfach so gesagt. Das ist ein ganz normales Wort. Ich hab's geschrieben mit Doppel-S-D-R-E-I-N. Ast 3. Ast 3. Ja. Okay. Das war nicht so smart. Ja. Ich wusste echt nicht, wie man das Wort schreibt. Das ist voll schwer. Ich hab gedacht, du machst das die ganze Zeit schon mit Absicht, Matteo. Ein Ast und dann rein, oder? Ja, aber das war mir zu einfach und ich dachte mir, wieso Ast rein? Hä, warte mal, warum heißt denn das Ast rein? What the fuck? Ja, Ast rein klingt für mich viel. Das klingt ja voll irgendwie. Weil der Ast rein ist. Da sind. Weil der Ast sauber ist. Ah. Oh, da leuchtet was! Oh, schnell, Dings hier! Oh, er hat einfach auf! Hast du getroffen? Ich hab die geangelt! Ja, du hast geangelt! Du hast sie geangelt, ich hab die geholt! Du bist Let's fucking go, aber es war leider nicht. Du bist ja ein super Sniper! Wir sollten mal ankern, ich bin rausgesprungen! Was? Warum? Aber die ankern aber nicht, oder? Oh, ich hab was Leuchtendes! Haben wir den gedroppt? Oh mein Gott, das arme Schiff! Easy! Ach so, wegen den Dingern da. Ich hab angehalten. Sehr gut. Geil! Sind wir gut geworden. Kann man was aus den Fässern rausnehmen? Weil ich kann den nicht benutzen. Ja, nicht während du was in der Hand hältst. Nicht mehr ran, glaube ich. Oder? Nicht während du was in der Hand hältst. Einfach nur die dumme Obstküste. Leuchte. Kann ich einen von euch da rausangeln, theoretisch? Könnt ihr mal da hinschwimmen, wo ich hinschieße? Ich kann nicht weiter. Weil Holz hochwertig ist, wenn es keine Astlöcher hat. Deswegen Ast rein. Maluna, schwimm mal dahin, wo ich hinschieße. Guck mal. Dann kann ich die reinziehen. Guck mal, dahin. Ohne töten. Nein, reinziehen. Oh mein Gott! Let's go! Ey. Ich stehe neben dir! Nimm dir! So müssen wir es immer machen! Das war ja so cool! Das ist ja voll schön. Ja, okay, ich schieß mich jetzt hin. Kann man den Rest noch holen? Warte, ich will mich auch dahin schießen. Ja, lass mal uns dahin schießen, so. Ich hab hier so eine Kiste mit seltenem Tee gefunden. Ich will da auch der ist ja seltener Tee. Hat funktioniert. Sehr seltener Tee. Let's go! Oh, ist das cool. Das ist echt geil. Nice, man, ja, das macht voll Spaß. Okay, und jetzt holt es mit der Harpune wieder rein. Komm, Blesk. Knall mich Rechi rein. Oh mein Gott, was ist das denn?
Oh, ein bisschen weiter noch. Fleisch? Ja, komm, ich bin ein bisschen weiter nach da. Ist der Hammer? Ja, das ist gar nicht so leicht. Schieß aber, drüber oder drunter? Schieß an dieselbe Stelle. Ne, schieß mal weiter höher. Oh, ja, yo, lass mich. Na, jetzt hab ich dich. Easy. Ich will die anderen zwei, ihr müsst ein bisschen geradeaus schwimmen, glaube ich. Ey, jetzt komm. Ja, ja, ich muss ja erstmal looten. Ah. Oh, das ist ein Unwetter. Junge, ist das cool. Ich hab Fisch gefunden. Oh, wo muss denn hin? Hier so? Oh. Oh. Ich war ein bisschen hoch, kann ich ein bisschen hoch. Oh, das. Oh, almost. Oh, jetzt Junge, das ist cool. Einfach so aufgespießt. Aber no problem. Dich nehme ich auch mit. Dankeschön. Kannst du. Warte mal, habe ich den Loot weggebracht gerade? Oh mein Gott, ich bin an die. Ich habe meinen Loot gerade in die Kiste gesteckt, oder was? Nee. Was mache ich eigentlich mit Donnerbombe und sowas und wo tue ich die hin? Das sind, glaube ich, und die für. Und die Kanonenkugel. Genau, Kanonenkugel sind das. Nee, habe ich nicht. Ach, okay, alles gut, okay. Ah, perfekt. So. Echt schon gut? Man weiß es nicht. Hm, nice. Kokosnuss. Steuern wir voll auf die Insel zu, okay? Ihr wisst, wenn ihr den Dings ziehen müsst, oder? Wenn ihr den Anker ziehen müsst, oder? Ja, ich hab das im Griff. Geil. Einfach geradeaus jetzt. Ist perfekt. Mhm. Na, jetzt driften wir ein bisschen weg. Ja, ich will so, dass wir so seitlich dazu stehen, damit wir draufschießen können mit den Kanonen, weißt du? Aber Donnerbomben und Feuerkugeln kann man auch werfen. Feuerkugeln nicht auf dem eigenen Schiff nutzen. Ah. Nice. Nur nicht auf meinem Schiff nutzen, ja, macht okay, Sinn. Dann ab in die Kanonen und auf die Insel. Abfahrt. Warte. Wie? Ach, in die Kanonen? Ja, in die Kanonen. Also, aber dann stirbt man doch, oder nicht? Nein. Maluna. Warte mal. Mhm. Ja. Geh mal vorne die Kanone ran und drück mal R. Warte mal, ich muss erstmal die Kanonenkugel rausmachen. Warte, ich muss erstmal rausmachen, glaube ich. Wie unloade ich die denn? Mit R. Hast du ein. Ich bin in der Kanone, guck. Hab sie unloaded. Zack. Ich will auch. Okay, Maluna, geh mal hier. Schieß mich. Vorne an das Loch. Und drück mal R. Ja, ich ja. Ich bin drin. Und jetzt kannst du selber schießen. Schieß dich. Nee, du kannst sie nicht schießen. Ich kann sie schießen. Sie kann sich aber selber schießen, wenn sie einfach Maus klickt. Wo willst du hin, Mazat? Egal. Nur nicht gegen Felsen. Schieß dich hier. Ich schieß dich hier oben auf die Klippe drauf, ne? Okay. Klappt bestimmt. Okay. Hä, sie lebt? Oh, sie springt ja voll ab. Ist sie tot? Komm, geh rein, Matteo. Ja, ich komm. Let's go. Ein bisschen höher. Ja, höher, höher. Mach mal richtig hoch. Ja, sauber. Bin drauf. Oh, du bist drauf. Bin drauf. Pro-Gamer. Jawohl. Ich komme hier nicht weiter, ne? Linda, komm. Was? Ich koche. Was? Ich weiß nicht, was passiert. Wir gehen auf die Insel. Ach so. Warte, mein Fisch. Aber hier oben ist nichts, oder? Ist ja eingebrannt. Nein. Nein, ist es verbrannt. Oh, nein. Du hast mich abgelenkt. Geh mal hier in die Kanone rein vorne. Really lost. Negativ. Hier kann man voll schön Urlaub machen. Warum ziehst du den Anker hoch? Weil mein Fisch verbrannt ist. Ich bin sauer. Ich hab einen toten Kopf gefunden. Hier vorne reinkommen. Habt ihr die Serie Lost gesehen? Willst du den Fisch essen? Ja, ich würde den gerne essen. Kann ich in den droppen? Ich bin Lost. X. Ihr kennt die also nicht, alle zu jung für Lost. Geht nicht? Musst du in die Kiste legen wahrscheinlich. Okay. Ich hab den für dich gekocht. Ja. Der liegt hier drinnen. Wo? In dem Fass. Ich hab was zum Spawn gebracht, das ist gar nicht so den gut. Essen? Kannst du den essen? Ja, wie kann ich den denn? Ich muss erstmal das hier essen. Und schmeckt der gut? Fisch hier. Hat er gesehen. Schmeckt der gut? Mmm, das war der leckerste Fisch, den ich jemals gegessen habe. Und der crunchy. Der war richtig, ich habe noch nie was Besseres gegessen in meinem Leben. Okay. So, und jetzt stopfe ich dich in die Kanone rein. Geh mal nach vorne rein. Okay, warte.
Oder sind... Hier stehen irgendwelche Männer im Geister, Wasser. Geister sind hier. Oh, fuck. Okay, ich bin bereit für die Kanone. Bist du drinnen? Hier vorne? Ich bin sowas von nicht drinnen. Halt da mal rein. Aber weh, du killst mich. Ich kill dich nicht. Ich schieße zu Matteo. Okay. Ach, will man das? Junge, ich sehe mich schon sterben. Ich fliege auf die Steine gerade, oder? Ja. Yep. Oh, oh. Ich sterbe. Danke dafür. Nee, du bist doch perfekt oben, oder nicht? Wait, what the fuck? Aber was mach ich denn jetzt hier oben? Ich bin auf dem Stein drauf. Gute Aussicht. Ja, jeet. Hey, was geht? Perfekt. Und jetzt? What now? Hilf mal ein W.O. Now what? Oh. 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 War wirklich voll gut. Hier ist eine Schriftrolle. Oh, ich habe eine Mission erhalten. Oh. Das ist ja cool. Linda? Sag doch was! Ich musste, ich hab. Hallo, ich brauche Hilfe! Ihr seid ja tot! Maluna, kämpfe! Maluna, du schaffst das! Oh, 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 oh! Achtung, Achtung, hier brennt was! Autsch. Wir gehen mal hier lang. Oh, Junge. Perfekt, ins Wasser gesprungen. Ich glaube, wir sind Fledermäuse. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Oh, Junge. Verdammt. Muss man Würmer essen? Kann man nicht auch so Tiere auf Inseln finden? Ich verlof das nicht. Geht das? Weißt du? Stimmt, oder? Wir fangen einfach einen Papagei ein hier. Ein Hund. Ein was? Papagei. Ah, okay. Was ist denn jetzt unser Ziel hier noch? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja. Also, weil. Also, ich glaube, eine richtige Quest schaffen wir nicht mehr und Raid auch nicht. Dann lass doch einfach hier ausloggen. Ich will immer auf dieser Insel leben. Als Geister. Für immer? Für immer, ja. Aber hier ist eine Schlange. Forever, ever. Getting back together. Alright, also ich glaube, es gibt keine besseren Piraten als uns. Also das hätte man einfach nicht besser machen können heute. Nee, war aber witzig, muss ich sagen. War wild. Ja, war auf jeden Fall wild. Komplettes Chaos, genauso wie ich erwartet habe. Perfekt. Wenn wir jetzt hier ausloggen. Oh, ein Schwein. Man spawnt eh immer in einem Outpost mit einem neuen Schiff, also das ist egal. Genau, also du. Oh. Guck mal! Boah, ich hab eine Schlange gegessen und jetzt muss ich kotzen. Man kennt's. Oh! Oh, das ist ein kleines Stück Fleisch geworden. Ja. Ein kleines Schnitzel. Tut mir leid. Ja, super. Oh, hier ist schon wieder eine Schlange. Oh, das ist ein halbtoter. Maluna, du. Ja. Alles gut. Ja, kein Problem. Easy. Okay, wollen wir uns im Boot auslangen? Auf dem Boot? Auf dem Schiff? Weiß nicht, macht das einen Unterschied? Ist egal. Macht keinen Unterschied, glaube ich. Macht gar keinen Unterschied. Wir haben auch keine Schätze drauf. Deswegen ist, glaube ich, egal. Ja. Können wir uns aber hier aussorgen. Wenn ihr drauf geht, dann haben wir drei Schätze drauf. Oh mein Gott, was ist das für uns? Oh, hier ist. Oh, Junge! Oh, der hat so ein Juwel in der Mitte. Das ist bestimmt sehr wertvoll. Oh. Ist Matthias schon ausgelockt? Ja, ne? Ich bin auf dem Schiff, ich fahre gerade, ich mache einen Anker hoch. Ja, ich muss auch leider los. Wir haben den Ocean Crawler defeated. Was ist mit dem Kleinen hier? Oh, ich habe keine Muni mehr. Aber ich. So, okay. Kann man dem was empfehlen? Oh, ein Schweinchen! Nee, ich bin echt schon ausgelockt im Ernst. Ich bin nicht mehr auf dem Schiff drauf. So, vielen Dank fürs Crewen und Entern und Brennen vor allem. Ja, sehr gern. War sehr witzig. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich bin auch ausgelöst. Danke für die ganzen Erklärungen am Anfang, Matteo. Ja, gerne, so gerne. Lost gewesen. Ja. Ja. War geil. Alles klar, dann noch einen schönen Abend noch und wir hören uns. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Ciao.